König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit euch über den zweiten Teil von In einer kleinen Stadt zu sprechen. Und genauso wie in der ersten Folge zu diesem Buch habe ich mir den wundervollen Andi eingeladen. Hallo Andi. Hallo. Außerdem wie immer den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Guten Abend, Dela. Und den ebenfalls wundervoll großartigen Flo. Hallo Flo. Es ist eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ach je. Und ich freue mich natürlich auch, liebe Hörerschaft, dass ich euch begrüßen darf. Deswegen machen wir, glaube ich, direkt weiter. Wir haben ja in der letzten Folge schon über den ersten Teil geredet und da wollen wir gleich ansetzen. Auch hier wieder der kleine Disclaimer. In unserer Inhaltszusammenfassung hangeln wir uns so ein bisschen am King-Wiki entlang. Das soll, wie gesagt, kein Copyright-Ding sein, keine Verletzung oder was auch immer. Wenn sich daran jemand stört, dann bitte, bitte melden. Wir werden dann eine Lösung finden. Aber wir würdigen eure Arbeit sehr, 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 sehr doll und danken euch dafür und hoffen, ihr seid uns nicht böse, dass wir uns ein bisschen auf euch beziehen. Aber, wie gesagt, alles Lob für die Zusammenfassung gebührt dem King-Wiki. Richtig? Richtig. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den zweiten Teil des Inhalts rein, nämlich Teil 2 Sonderangebote. Und da würde ich sagen, fange ich an. Denn es ist Oktober, wie auch im echten Leben. Und Buster Keaton driftet immer mehr in den Irrsinn ab. Er hat sich eigentlich schon mit dem Ende seines Lebens abgefunden und plant auch schon, wie er abtreten möchte, indem er Norris tötet und seine Frau und sich anschließend selber wegräumt. Aber das soll ihm nicht vergönnt sein, denn Leland Gaunt hat bereits andere Pläne für ihn, in die er ihn dann auch schon telefonisch einweiht. Natürlich ist Gaunt aber auch nicht so beschäftigt, dass er sein Tagesgeschäft vernachlässigen könnte, denn die Streiche müssen ja weitergehen. Und deswegen wird Everett Franke einbestellt. Der möchte ja eine Pfeife, also zum Rauchen eine Pfeife, haben. Da ist die Herkunft ein bisschen unklar. Entweder sie gehört Arthur Conan Doyle oder Göring. Aber ja, sie ist halt ein Objekt der Begierde. Und deswegen lässt sich Everett dazu überreden, die Pfeife zu kaufen, indem er Sally Radcliffe einen kleinen Streich spielt, denn er legt einen Umschlag in das Auto ihres Freundes Lester Poet. Auch der Kirchenkontext bleibt weiter bestehen, denn ja, es gibt wegen der Casino-Nacht immer noch Theater und immer noch Aufstände. Diesmal findet der katholische Zahnarzt Albert Gendron nämlich einen Drohbrief an seiner Tür. Aber die Arbeit wird halt immer härter und es wird immer mehr und immer anstrengender. Deswegen sucht Gaunt jetzt nach einem Gehilfen. Und wie von Gott gerufen oder dem anderen, taucht auch Ace Merrill wieder in der Stadt Castle Rock auf. Da gehört er ja auch eigentlich hin, wenn er nicht gerade im Knast sitzt. Denn wir kennen ihn ja schon zum Beispiel aus Die Leiche oder anderen Büchern. Er ist halt ein berühmt-berüchtigter, alteingesessener Bösewicht von Castle Rock. Ja, und natürlich steuert er auf Needful Swings zu, sieht dieses Aushilfeschild, aber in erster Instanz wird er erstmal Kunde. Denn er findet in Lelands Laden ein Buch, verlorene und vergrabene Schätze in Neuengland, das angeblich von seinem Onkel Reggie Pop Nowell geschrieben worden ist. Und der ist ja bekannt dafür, dass er große Reichtümer angehäuft hat. Und niemand würde es wundern, wenn er die auch tatsächlich versteckt hätte. Wie gesagt, der Preis dafür ist tatsächlich, dass Ace eben der Gehilfe von Gaunt wird, wo er auch eigentlich keinen Bock drauf hat, aber die Verlockung ist halt größer. Der Job besteht im Prinzip eigentlich nur darin, mit Gaunts Wagen was aus Boston abzuholen. Und ja, er stimmt dann letzten Endes auch zu und macht sich auf den Weg.
Natürlich nur mit einem kleinen Bonus, denn er kriegt auch noch eine Prise von Kokain, das ihm Gaunt entsprechend als Geschenk macht. Auf dem Rückweg, mehr oder weniger, läuft er aber direkt Penguin in die Arme, denn der wird über die Rückkehr von Ace informiert und hat da natürlich was dagegen, denn er ist ja der Gesetzeshüter und da brauchst du so ein faules Ei ja überhaupt nicht in deiner Stadt. Deswegen kontrolliert er ihm auch direkt die Papiere und so weiter und so fort, muss dann aber zu seinem Leidwesen feststellen, dass erstmal alles in Ordnung ist. Er drängelt ihn aber dann doch recht deutlich, die Stadt bald wieder zu verlassen. Ja, vergisst dann aber, weil er ja eh nichts dran ändern kann, erstmal sein Vorhaben und wendet sich dem Laden von Gorn zu, der allerdings in dem Moment schon wieder geschlossen ist. Das heißt, auch diesmal hat Penguin wieder seine Chance verpasst. Ja, in Kapitel 13 erfährt Brian vom Tod Wilmas und ist tief erschüttert. Er denkt sogar kurz daran, sich umzubringen, kann jedoch von Mr. Gaunt beruhigt werden. Seine Mutter ist quasi ununterbrochen mit ihrer neuen Elvis-Sonnenbrille beschäftigt, die sie zu sehr ekstatischen Träumen verleitet. Sadie Radcliffe ist mit dem Wagen ihres Freundes Lester unterwegs, indem sie dann den eben erwähnten Brief an Lester findet, in diesem Brief ist ein Foto, auf dem er seine Ex-Freundin Judy küsst und dazu bedankt sich diese Judy für eine heiße Nacht. Sadie ist fassungslos und kann sich nur mit Hilfe ihres Holzsplitters aus Needful Things beruhigen. Pollys Händen geht es ja dank dieses Amulett so gut wie lange nicht mehr und sie ist bereit, Mr. Gaunt quasi alles dafür zu geben. In Kapitel 14 segnete zuerst Buster Keaton eine Bestellung Dynamit ab und erhöhte diese auch gleich, weil er hat mit dem Dynamit ganz andere Pläne vor. Ace Merrill ist in Boston unterwegs und sucht das Auto von Leland Gaunt. Dieses auch in einer Lagerhalle, wo er außerdem noch ein Bandgerät findet und mehrere Kisten. Dieses Bandgerät spielt er ab und zu seinem Erstaunen spricht ihn direkt Leland Gaunt an und erklärt Ace, was er machen soll. Die Kisten, die Ace findet, enthalten Waffen, Magazine und Sprengkapseln. Ace ist erstmal erschüttert darüber, was er da vorfindet und überlegt, er eine Waffe zu stehlen und sich dann ins Ausland auszusetzen. Und kaum hat er den Gedanken zu Ende gebracht, ertönt prompt das Bandgerät wieder und Leland Gaunt warnt Ace, dass er ja überlegen soll, was er macht. Nachdem Ace sehr erschrocken darüber war, was passieren könnte, sieht er voller Entsetzen, dass das Tonbandgerät gar nicht angeschlossen war an Strom und dass zentimeterdicke Staubschichten auf dem Stecker lagen. Er kam dann zum Schluss, dass er wahrscheinlich in einem tiefen Traum ist. Ace machte sich dann anschließend an die Arbeit, deckte das Auto ab und stellte fest, dass es ein sehr seltenes Auto ist, und zwar ein Tucker Talisman. Und dieses Auto, das hat mehrere besondere Funktionen. Zum einen blinkt es und zeigt dann Ace an, wo er langfahren soll. Die Tankanzeige, die zeigt permanent auf leer, wobei das Auto voll betankt ist. Und die Polizei kann das Auto nicht wahrnehmen, wenn das an einer Radarstation vorbeifährt. Dadurch kommt Ace pünktlich zum Laden wieder an und leert das Auto hinter dem Geschäft aus. Zu seinem Erstaunen findet er in dem Hinterraum von dem Laden überhaupt nichts, bis auf eine Rattenfalle, wo eine Ratte drin steckt, und machte sich da auch über keine weiteren Gedanken. Leland Gaunt schenkte ihm dann daraufhin Kokain und überlässt ihm einen Firmenwagen, womit dann Ace dann endlich auf seine Schatzsuche gehen kann. Und Ace bemerkte gar nicht, dass
Mr. Gaunt auf einmal die Ratte aus der Falle in seiner Hand hatte und meinte ja, er würde sich jetzt erstmal zurückziehen und möchte gerne in Ruhe Abend essen. In der Zwischenzeit ist Lester Pratt wieder nach Hause gekommen und fand erstaunlicherweise seinen Wagen wieder, den er über das Wochenende seiner Freundin Sally Radcliffe überlassen hatte. Und fand erst auf den zweiten Hinblick eine Nachricht von Sally. Auf der Windschutzscheibe stand darauf, fahr zur Hölle, du verlogener Bastard. Und wunderte sich erst, was überhaupt los ist, warum das Auto jetzt auf einmal dasteht mit dieser Nachricht. Sally hingegen befand sich in der Zeit dann bei einer Freundin, wo sie Trost gesucht hatte und ihre Freundin insgeheim sich gefreut hat, dass bei der perfekten Sally endlich auch mal was schiefgegangen ist. Was ich an diesen letzten Kapiteln interessant finde, also erstmal lernen wir S. Merrill erstmal mitten im Buch wieder kennen, als Gegenspieler. Die anderen sind ja alle schon lange aufgebaut, die Figuren. Und der taucht hier jetzt einfach plötzlich so in der Stadt auf. Aber wir haben ja in der letzten Folge schon überlegt, ist Leland Gaunt der Teufel? Und hier kommt ja dann nochmal eine andere Lesart dazu, denn es gibt ein paar Querverweise auf den Cthulhu-Mythos oder auf H.P. Lovecraft, was ich ganz interessant finde. Genau, und aber auch, um wieder meine These des Outsiders ein bisschen zu stärken, über die wir ja in der letzten Folge schon diskutiert haben, es gibt natürlich auch wieder Hinweise und Verknüpfungen ins King-Universum selber. Wie gesagt, Ace an sich kennen wir ja schon, Popmaul kennen wir auch schon, aber zum Beispiel der Tucker Talisman ist halt doch schon eine recht deutliche Anspielung. Aber du hast schon recht, die Anspielungen zum Beispiel auf die Ebenen von Leng, die sind schon eher im Lovecraft-Mythos zu verorten. Ja, also das Kokain, das er Ace Merrill gibt, stamme aus den Ebenen von Leng, deswegen wäre es so gut. Und die stammen also ganz klar aus H.P. Lovecrafts Erzählungen. Aber King hat sie selbst schon mal benutzt, nämlich auch in die Augen des Drachen erzählt er von einem Zauberer namens Al-Hasred, der in den Ebenen von Leng ein Buch geschrieben hat. Genau. Und das ist schon mal ein Querverweis. Und natürlich, ist das, wenn Ace Merrill das Auto abholt, liest er da ein Graffiti, Yog-Sothoth Rules. Yog-Sothoth ist natürlich einer der großen Alten aus den Lovecraft-Geschichten. Und er sagt es ja selbst später dann nochmal, als er gefragt wird, wo er den Wagen hat, aus den Ebenen von Leng, Yog-Sothoth Vintage Motors. was ich eigentlich einen schönen Gag finde. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie findet ihr denn Maul hier in seiner Präsentation? Ich meine, wie gesagt, wir kennen ihn schon. Und ich muss sagen, er wird mir hier, ich konnte ihn nie leiden, aber hier wird er noch ein bisschen erbärmlicher dargestellt, als er eh schon ist. Ja, finde ich auch. Andi, was denkst du? Ich glaube, du hast die anderen Geschichten, in denen er auftaucht, nämlich noch nicht gelesen, oder? Nee, die anderen Geschichten, bis auf die Leiche, kenne ich noch nicht. Wie stehst du zu ihm? Also hast du an dem Charakter in der Geschichte Spaß, oder? Also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ihn aus Die Leiche kenne, wirkt er hier sehr verweichlicht. Wahrscheinlich auch daher, weil er als Einzelfigur hier dargestellt wird und hat keine Gruppierung um sich herum, weil er halt die Stärke dann herholt. Ja, und vor allem, wobei ich mir gerade echt nicht sicher bin, ob das tatsächlich hier in diesem Kapitel schon angedeutet wird, aber dass er sich durch diese Ereignisse in Die Leiche so emotional kastriert fühlte und dass das so für ihn da an Beginn des Untergangs war, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, das klingt für mich einfach zu nach einem zu lächerlichen Anlass. Ja, ich denke auch, man hat in Die Leiche ja schon gemerkt, dass er so ein Kleinkrimineller war. Ich glaube, er ist einfach nur immer weiter abgerutscht und hat sich, weil er nicht erfolgreich in den kriminellen Sachen war, dann sich in Selbstmitleid gehen lassen. Die Drogen und der ganze Scheiß. Also, wie du vorhin gesagt hast, er ist ein ziemlich erbärmlicher Charakter. Aber er ist als Renfield, also ich komme nochmal auf Dracula zurück, als Renfield-Figur finde ich ihn tatsächlich passend. Ja, wobei ich Renfield mehr
Eigeninitiative zurechne. Der hatte zwar auch Angst vor seinem Chef, aber der hatte mehr Rückgrat. Das fehlt Ace leider. Ja, aber Renfield hat auch in seiner Gummizelle in der Ecke gesessen und Kakerlaken gefressen. Also, Argument, ja. Ja. Ja, mir kam er ein bisschen nichtssagend vor. Er ist halt ein Lakai, der macht, was ihm aufgetragen wird und ja, hat doch so ein bisschen mit seiner eigenen Suche zu tun, aber großartig was tun tut er ja bisher noch nicht. Was ich allerdings noch ganz hübsch fand hier, war tatsächlich, dass eben auch wir ja so ein bisschen davon erfahren, was für eine Meinung Pop über seinen Neffen hatte. Und das fand ich schon wieder ganz lustig, dass da eben genau diese Erbärmlichkeit auch genau so gesehen hat. Ja, das passt zu Pop, ja. Man könnte auch noch dazu sagen, dass er auch so ein bisschen in Geldnöten war, weil er ja einen vermasselten Kokainhandel versaubeutelt hat, sag ich mal. Und ja, er schuldet jetzt ein paar schweren Jungs ein bisschen Geld und naja, da kommt er halt dann auf die Idee mit der Schatzsuche durch das Buch, was er gefunden hat. Und vielleicht findet er dadurch dann das passende Kleingeld, was ihm jetzt fehlt. Genau. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, also diese ganze Geschichte um Ace, auch warum er jetzt so einen Hass auf die Stadt hat und so weiter, das war mir ein bisschen zu krude hergeleitet. Also, weiß ich nicht. Schön fand ich allerdings im Gegenzug dadurch wirklich das Verhältnis von ihm und Gaunt. Also, dass er eben wirklich sich im Prinzip direkt auf den Rücken wirft, sobald er erkennt, da ist ein wirklich stärkerer Charakter. Ja, das Alpha-Monster. Genau. Ich finde, das ist auch eine ganz andere Verbindung als wie die Verbindung von Leland Gaunt und Buster. Weil man merkt da schon an, gegenüber Buster ist er eher so Freund und ja, hier, wir haben die gleichen Feinde, die Verfolger. Und gegenüber Ace Merrill ist er sehr erhaben und weiß, dass er dem halt umherscheuchen kann und Ace unterwürfig ist. Genau, das auf jeden Fall. Bei Ace macht er sich halt nicht die Mühe, großartig zu manipulieren, sondern vertraut einfach auf seine Stärke. Das ist es halt. Ja, ich glaube, Ace ist für ihn tatsächlich ein Angestellter und die anderen waren für ihn, also sowohl Buster Keaton als auch Wilma, waren für ihn einfach Werkzeuge. Genau, so lässt sich zusammenfassen. Leland Gaunt hat gute Geschäfte. Er verkauft an diverse Kunden diverse Sachen und verlangt diverse Streiche. Aber es ist auch was Neues dabei, denn Lenore Potter ist die erste Kundin von ihm, die eine kostenlose Pistole zur Verteidigung bekommt. Die Leute, das haben wir ja schon erzählt, haben ja alle Angst davor, dass ihre wertvollen Besitztümer plötzlich abhanden kommen. Und ja, er bietet jetzt auch dafür einen Schutz an. Währenddessen zersticht Myra Evans die Reifen von Henry Beauforts Auto. Norris Ridgwick demoliert das Auto von Hugh und Sloppy Dot spielt Lester Pratt den Geldbeutel des Polizisten John LePoint zu, um damit die Affäre zwischen John und Sally ja noch deutlicher anzudeuten als ohnehin schon. Wir erfahren auch ein bisschen mehr über den Hintergrund von Leland Gaunt. Also er behauptet, dass er bereits Läden in Libanon hatte, in Ankara und in Kanada. Und wir erfahren jetzt hier, was wir auch schon am Anfang mal gesagt haben, das, was die Leute so als wertvollsten Besitz erkennen, das ist wirklich nur in ihren Augen so, denn in Wirklichkeit sind die Waren, die er verkauft, absolut wertloser Müll. Alan erfährt daraufhin jetzt von Alan erfährt von dem Staatspolizisten Henry Payton, dass, wie er schon vermutet hat, dass der Kampf zwischen Wilma und Nettie nicht so stattgefunden haben kann, wie man sich das gedacht hat. Es gibt Fingerabdrücke, die nicht zu den beiden passen und auch zeitlich kommt das einfach nicht hin. Und
es gibt einen Zeugen. Und dieser Zeuge sagt, dass ein Junge beim Einwerfen der Scheiben gesehen wurde. Und beim Jungen, da denkt Alan natürlich sofort an Brian Rusk. Und ja, dieser Verdacht wird dann auch bestätigt. Okay. Im nächsten Kapitel kommen für Alan diese Einschläge immer näher. Denn während er auf der Beerdigung von Wilma und... Wie heißt er? Nettie ist, merkt er, dass sich nicht nur Polly völlig untypisch verhält, denn sie benutzt auf einmal ihre Hände ganz normal, als hätte sie überhaupt keine Schmerzen mehr und hätte sie auch komplett vergessen, dass sie jemals welche hatte. Aber nicht nur sie benimmt sich komisch, sondern auch Noah benimmt sich ein bisschen eigenartig und abwesend. Aber eigentlich hat er gar keine Zeit, sich darum Gedanken zu machen, denn schon auf dem Rückweg von der Beerdigung im Wagen unterhält Alan sich mit Polly und die erzählt ihm völlig begeistert von ihrem tollen neuen Wunderheilmittel, eben diesem lustigen Amulett. Und ja, Alan schafft es halt, sie doch recht schnell und recht effektiv in Rage zu versetzen. Denn ja, er ist halt extrem skeptisch, was das ganze Ding angeht. Und natürlich auch extrem skeptisch, was Gaunt angeht. Er sagt ihr auch, sie soll ja doch mit Scheck bezahlen, das Ding, damit sie da nicht beschissen wird. Aber ja, Polly wird da sehr, sehr wütend auf der ganzen, aufgrund der ganzen Sache. Denn sie versteht nicht, warum er sich nicht einfach freuen kann, dass es ihr besser geht. Und sie versteht auch nicht, warum er so eine ablehnende Haltung gegenüber Gaunt hat, obwohl er ihn ja noch nie kennengelernt hat. Sie kann ja natürlich nicht wissen, dass Gaunt Alan aktiv von seinem Laden fernhält. Und ja, die ganze Sache eskaliert halt so ein bisschen. Die beiden streiten sich extrem. Aber ja, sie trennen sich dann erstmal vorübergehend außerhalb. Also nicht die Beziehung beenden, sondern sie gehen halt erstmal unterschiedliche Wege. Denn Polly geht zu Gaunt, um entsprechend ihre Rechnung zu begleichen. Und erfährt dort auch, dass Gaunt von Alans Zweifeln weiß. Er ist auch sehr zuvorkommend, also er akzeptiert auch komplett ohne größere Probleme mit dem Scheck. Und ja, nimmt ihr das Versprechen ab, Ace Merrill einen kleinen Streich zu spielen. Unter der Versicherung, dass sie natürlich nie verlangen würde, dass sie in irgendeiner Form Alan schadet mit der ganzen Nummer. Was sie ihm auch glaubt. Die Streiche gehen generell in der ganzen Stadt weiterhin weiter. Eddie Warburton wirft einen Brief bei Polly ein. Der wird noch sehr verhängnisvoll, wie wir später lernen werden. Und Sally Radcliffe hat endlich ein Ventil für ihre Wut, denn sie kann in das Büro des Schulleiters Frank einbrechen und nimmt dort die Schreibtischschublade auseinander und verteilt dessen pädophile Pornos in seinem ganzen Büro. Außerdem einen kleinen Brief, aus dem hervorgeht, dass angeblich sein, ich sag mal, Partner in Crime, ein weiterer Lehrer, dringend Geld braucht und diese Aktion jetzt durchgeführt hat, um ihn eben zu erpressen, damit er das Geld rausrückt. Ja, blöderweise genau in der Situation, wie gesagt, die Pornos sind im ganzen Büro verteilt. Das sehen aber nicht nur Teile des Lehrerkollegiums, sondern eben auch zwei Schülerinnen. Das heißt, die ganze Sache in irgendeiner Form zu verheimlichen, wird interessant und schwierig. Außerdem sehen wir halt weiter die ganze Unterhaltung zwischen Gaunt und Polly, die ja immer noch weitergeht. Einerseits erfährt Polly, dass Gaunt über ihren Sohn Kelton Bescheid weiß, von dem wir ja schon erfahren haben, dass er rechtzeitig wegen einer drogenabhängigen und vernachlässigenden Babysitterin gestorben ist. Aber Polly möchte einfach nicht so richtig mitspielen am Anfang, deswegen lässt er auch mal kurz die Schmerzen wiederkehren. Und daraufhin willigt sie dann schließlich letztendlich ein, wirklich diesen Streich an Ace Merrill zu spielen, unter der Versicherung, dass es Alan in keiner Form schaden würde. Alan dagegen ist jetzt gerade dabei, seine Zeugenbefragung wegen dieser Ungereimtheiten zwischen Wilma und Nettie auszuräumen, denn er fängt Brian Rusk auf dem Nachhauseweg ab. Er zieht wieder einen seiner üblichen Taschenspielertricks ab, aber Brian ist einfach geistig schon zu weit weg, um darauf überhaupt zu reagieren. Er gibt auch keine richtigen Aussagen, aber es ist sehr auffällig, dass er mehr weiß und mehr zu verheimlichen hat, als
man eigentlich gedacht hätte. Der Fokus wechselt dann zu Lester Pratt. Der ist, wie gesagt, immer noch verzweifelt über die Vorwürfe von Sally, von denen er ja eigentlich gar nichts wissen kann. Und der ist sich ja auch tatsächlich keiner Schuld bewusst. Aber ja, es ist ihm halt alles ein bisschen merkwürdig und komisch. Aber in dem Moment findet er die Brieftasche, die ja schon platziert worden ist, nämlich den Geldbeutel von John LaPointe. Und er weiß, dass da mit Sally mal was lief. Ja, der in Anführungsstrichen Zeuge Sloppy Dot kriegt das Ganze halt mit und wird auch entsprechend tätig, so wie er das versprochen hat. Denn er gibt jetzt die Information preis, dass er John und Sally angeblich gesehen hätte, wie sie miteinander knutschen. Für Alan wird es jetzt langsam echt interessant, denn Henry Payton ruft Alan an, dass diesmal die Staatspolizei offiziell die Geschäfte übernimmt, um den Mordfall Nettie und Wilma aufzuklären. Und es stellt sich heraus, dass die Fingerabdrücke in Netties Wohnung überhaupt nicht zu Wilma gehören, sondern zu Hugh Priest. Und deswegen wird es jetzt echt deutlich, dass hier mehr im Busch ist, als eigentlich gedacht ist. Es wird aber noch schlimmer, denn Polly ruft Alan an und macht mehr oder weniger über Funk mit ihm Schluss. Denn sie hat inzwischen den Brief gefunden, der ihr von Eddie platziert worden ist. Und der ist angeblich von der Jugendbehörde, vom Jugendamt, aus der Stadt, in der sie halt früher gewohnt hat. Und aus diesem Brief geht hervor, dass angeblich Alan sich über ihren Sohn Kelton erkundigt hätte, was natürlich ein unglaublicher Vertrauensbruch ist, worüber sie natürlich schrecklich erbost ist. Aber die ganze Situation kann gerade nicht aufgeklärt werden, weil eben einfach Alan gerade andere Prioritäten hat. Denn er muss sich jetzt um diese ganze Verwicklung um Hugh Priest kümmern. Ja, in Kapitel 17 will sich Frank Jewett an George T. Nelson rächen, da er dieser vermeintlich seine Leidenschaft für Kinderpornografie veröffentlicht hat. Er verwüstet dessen Schlafzimmer, kackt auf ein Foto von Nelsons Mutter und tötet den Kanarienvogel. Anschließend versteckt er sich hinter der Couch und schläft da ein. Als Nelson dann nach Hause kommt, ist er vor allem vom Tod seines Haustiers erschüttert. Er lässt sich auf das Sofa fallen und quetscht Frank so zwischen diesem Sofa und der Wand ein, dass der fürchtet zu ersticken. Letztlich verlässt George wutentbrannt sein Haus und Frank kann wieder aufatmen, allerdings nicht seine Rachegelüste befriedigen. Henry Beaufort findet seinen demolierten Wagen und will sich an Hugh rächen. Er kann jedoch von seinem Angestellten Billy vorübergehend beruhigt und abgehalten werden, mit seiner abgesägten Schrotflinte auf die Jagd nach Hugh zu gehen. Das ist auch gar nicht nötig, da dieser mit einem gestohlenen Wagen und einer Waffe von Leland Gaunt in Henrys Bar auftaucht. Bei der folgenden Schießerei sterben Hugh und Billy und Henry wird schwer verletzt. Im Polizeirevier bricht unterdessen die Hölle los, als Lester John LaPointe angreift und von Sheila Brigham gestoppt wird, indem sie ihm den Schädel mit einem Gewehrkolben zerschmettert. Alan wird zum Revier gerufen und nimmt fälschlicherweise an, dass Hugh dort ausgerastet ist. Dort angekommen sieht er, wie Norris Wagen von Buster gerammt wird. Gemeinsam gelingt es ihnen, Buster an seinen Wagen zu ketten. Norris erschießt beinahe versehentlich Sheila. Und Schlimmeres wird eigentlich nur dadurch verhindert, dass Alan reflexhaft eingreift und die Waffe zur Seite schlägt. Buster gelingt es dann, irgendwie mitsamt dem an ihn geketteten Auto zu fliehen. Brian ist total am Ende, sieht keinen Ausweg mehr und erschießt sich vor den Augen seines kleinen Bruders. Leland Gaunt hängt ein neues Schild an seine Tür, bis auf Weiteres geschlossen. Stattdessen fängt er jetzt an, Waffen an der Hintertür zu verkaufen. Kann ich hier ganz kurz einhaken? Klar. Ich bestehe darauf. Was ich finde, ist, dass hier ab hier
wird das Buch deutlich schneller. Also das hat ja schon die ganze Zeit Fahrt aufgenommen. Aber ich glaube, ab hier wird es wirklich so extrem, dass es Schlag auf Schlag auf Schlag geht, dass man fast nicht mehr mitkommt. Und das werdet ihr sicherlich auch im Rahmen dieser Inhaltsangabe noch merken. Hier geht's wirklich so schnell, dass man selber gar nicht mehr weiß, wo man zuerst hingucken soll. Geht euch das auch so? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein Kapitel, das in sehr viele kleine Unterabschnitte eingeteilt ist. Und ganz viele Handlungen, die parallel laufen. Es ist viel mehr Action drin, als wir bis jetzt hatten. Und ja, man merkt, dass es wirklich auf ein Finale zugeht. Ich habe ja das Hörbuch gehört und beim ersten Mal anhören, ja, da war ein halben Durcheinander, weil man sich erstmal die ganzen Namen merken musste und was die überhaupt so angestellt haben. Und dann, ja, das wurde von Zeit zu Zeit wurde es immer mehr. Und naja, man kann dann so ein bisschen durcheinander, aber zwei, dreimal anhören, da hat das dann doch schon prima geklappt und die Leute konnten man prima auseinanderhalten. Aber ansonsten, das nahm ordentlich Fahrt auf. Ja, mit den vielen Leuten stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wir haben ja die wichtigsten Figuren besprochen, aber hier sind halt auch ganz viele dabei, über die wir jetzt nichts großartig gesagt haben, weil sie einfach nur Nebenfiguren sind, die jetzt hier ihren kurzen Moment im Finale kriegen. Aber es ist teilweise doch schon ein bisschen verwirrend, diese ganzen Namen. Vor allem, wenn man wie ich Probleme hat, sich Namen zu merken. Ja, beim manchen, da kam mir das eigentlich nur so vor, als wäre das irgendwie so Lückenfüller oder halt Statisten. Ja, Statisten oder Stephen King wollte irgendwie das Buch noch irgendwie noch ein bisschen Farbe reinbringen und ein paar Leute noch dazu setzen, aber ansonsten, die hätte man auch getrost rauslassen können. Ja, stimme ich dir zu, aber du brauchst halt ein paar Statisten, um so eine Stadt auch wirklich sich anfühlen zu lassen wie eine Stadt. Und von daher, mich hat das auch ein bisschen überfordert, aber ich finde es trotzdem gut, dass es gemacht hat. Ja, ich es ist anstrengend, aber es trägt doch zur Atmosphäre und zur Glaubwürdigkeit der Stadt bei. Stichwort Glaubwürdigkeit. Wie fandet ihr denn die Szene, als Brian sich letzten Endes wegräumt? Naja, ich weiß nicht, ob er genug hätte, im großen C die Flinte damit zu betätigen. Ansonsten, ja, unangenehm. Naja, ja, also gut, die technische Vorgehensweise, das kann ich jetzt auch schlecht beurteilen, aber ich muss sagen, dass er gerade, weil er sich der Tatsache bewusst ist, dass er so ein bisschen der Stein ist, der das Ganze zum Rollen gebracht hat, seine Verzweiflung und seine geistige Abwesenheit und so weiter, also wie er in dem Moment gezeichnet ist, fand ich richtig klasse. Und ja, die Szene tut weh. Ja, es ist glaubhaft. Dass die ganze Entwicklung dieses Jungen ist tatsächlich glaubhaft. Das finde ich schön, weil gerade bei einem Kindercharakter hatten wir oft andere Sachen schon. Ja. Ja, auch die ganze Verzweiflung und Ausweglosigkeit, das wäre schon für einen Erwachsenen schwer, aber für ein Kind, denke ich, das ja, sieht man hier, dass ein Kind hat doch nicht mehr theoretisch die Möglichkeit, da einen Ausweg draus zu sehen. Ein Erwachsener hätte das vielleicht, aber dadurch kann man mitfühlen, okay, es gibt wirklich keinen Ausweg, zumindest gefühlt nicht, und deswegen, ja doch, ich kann mir vorstellen, dass sowas passieren kann. Das Einzige, was ich hier ein bisschen lustig finde, ist tatsächlich, dass Sean, also sein Bruder, anscheinend wirklich der Einzige in der Stadt ist, der in diesem Laden noch nie drin war. Wobei ich mich frage, wie du ein doch recht aufgewecktes Kind nach dem Verbrechen, also nach diesem Selbstmord, ja. Aber vor dem Selbstmord kann mir keiner erzählen, dass jemand das Kind hätte davon abhalten können, in diesen Laden zu gehen. Ja, aber Kinder haben manchmal sehr seltsame Interessen. Vielleicht hat das wirklich keinen Bock drauf oder kein Geld oder was weiß ich. Hm. Okay. Wie steht ihr denn zu dieser Szene im Polizeirevier? Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganze romantische Verwicklung und wer da jetzt wen totschlägt und warum und boah. Also das hat mich echt überfordert und das war mir echt schon fast zu viel. Ich meine, klar, wie gesagt, du brauchst die Statisten, aber ich fand das Kapitel doch recht anstrengend.
Ja, schon. Also ich musste auch überlegen, okay, wer gehört jetzt zu wem und wer ist jetzt die Frau, die den anderen Kerl erschlägt und aber ich fand es jetzt nicht so wirklich schlimm. Es war ein bisschen anstrengend, aber okay. Mhm. Ja, ich habe das irgendwann als Action-Sequenz gelesen und habe gar nicht mehr so drauf geachtet, welche Figuren das jetzt wirklich sind, weil ich wusste, die meisten werden am Ende tot sein und wahrscheinlich spielt im Finale keiner mehr eine richtige Rolle. Und dann konnte man es eigentlich genießen. Was ich richtig prima fand an dieser Szene, das war, dass man ja versucht hatte, in dem Polizeirevier anzurufen, aber durch diese Kampfszene keiner ans Telefon gehen konnte und dadurch halt wichtige Telefonate nicht eingehen konnten. Mhm. Was ich auch noch ein bisschen anstrengend und schwierig fand, war so diese ganze Sache zwischen Polly und Ellen. Die waren mir persönlich ein bisschen zu einfach. Also ich meine, dass Ellen sehr auf seinen Beruf fixiert ist und so weiter, das ist ja alles gut und richtig. Aber tatsächlich, dass sich Polly so schnell hat in die ganze Sache reintricksen lassen, dafür ist sie mir eigentlich zu intelligent. Ja, aber ich glaube, wenn Emotionen ins Spiel kommen, dann setzt die Intelligenz auch schnell mal aus. Mhm. Gerade wenn es um ein verlorenes Kind geht. Ja, gebe ich dir recht, hast du recht. Ja, es geht ein bisschen schnell, aber ich kann es nachvollziehen. Und es muss ja auch schnell gehen, sonst ist das so ein Hang gerade, wo alles andere schnell geht. Dann da sowas Langsames nochmal aufzubauen, das passt stilistisch nicht. Nein, das hätte mich, glaube ich, mehr gestört, als mich hier diese schnelle Abhandlung stört. Bei dem Telefongespräch, da hatte ich so einen richtigen Hass verspürt, vor allem dieses typische, ja, man kommt da nicht zu Wort, man kann da noch nicht mal richtig erfahren, worum es eigentlich geht. Und dann wird man abgefertigt und das typische Auflegen, ohne dass der andere was gesagt, boah, da kriege ich echt einen dicken Hals. Hm. Gut, wollen wir weitermachen? Ja, hier. In Kapitel 18. Polly geht ihrem eigenen Streich nach und befindet sich bei Town Road Nummer 3. Das ist das Camber-Anwesen, wo früher mal der Bernardiner Cujo sein Unwesen getrieben hatte. Der Hof soll sehr gespenstisch sein und der Geist des Tieres, was vor Jahren von einer Frau durch einen Baseballschläger erschlagen wurde, noch rumtreiben und spukt ordentlich rum. Hinter einem alten, ranzigen Wohnwagen grub Polly laut Leland Gaunt eine Dose aus und in diese Dose sollte sie einen Umschlag reinstecken, wo eine Dollarnote, ein Brief drin steckt. Derweil ist Buster Keaton völlig geisteskrank geworden und seine Paranoia erreicht ungeahnte Ausmaße. Satellitenschüsseln sind Verstandeszerstörer und beim Öffnen seiner Garagentür betätigt er den Öffner und verspürte einen Stich im Kopf und meinte, ja, der Öffner, der muss auch manipuliert sein, der dann Strahlen verschießt, wenn man dann den betätigt. In der Garage angekommen, hupt er wie verrückt nach seiner Frau, weil er ja immer noch an der Autotür gefesselt ist. Myrtle schlief einen unruhigen Schlaf, weil sie selber ihren Streich nachgegangen ist, weil sie musste ja noch für ihre Puppe bezahlen, die sie bekommen hatte. Und die Restschuld bestand darin, sie sollte einen Metallkasten und einen Brief zur Halle der Töchter der Isabella bringen. Durch das Hupen von Buster ist ihr natürlich wach geworden und wollte nachschauen, was da los ist. Und erkannte, dass das die Hupe von den Cadillac ist, von ihrem Mann. Sie kam in die Garage rein und bemerkte, dass ihr Mann an der Tür gefesselt ist durch eine Handschelle und er total wutentbrannt ist. Und sie anbrüllte, sie solle ihm Werkzeug geben, damit er sich losmachen kann. Buster greifte nach Myrtle und hielt sie an ihren Haaren fest,
das sehr schmerzhaft für sie war, und schlug sie mehrmals gegen die Fahrertür, weil Buster gedacht hätte, sie würde wieder abhauen wollen, um die Verfolger zu rufen. Myrtle, total verängstigt, versuchte, das passende Werkzeug ihm zu reichen, was er haben wollte. Und das gelang ihr auch nach mehrmaligen Versuchen, und überreichte dann Buster einen Hammer und einen Schraubenzieher. Nach mehreren Schlägen mit dem Schraubenzieher, mit dem Hammer und dem Schraubenzieher, gelang es ihm dann, den Griff zu lösen, und als er endlich dann befreit war von seinem Auto. Kaum befreit, drehte er sich dann auch Richtung zu seiner Frau und wollte ihr nach dem Leben trachten und bedrohte sie damit, dass sie mit dem Maurice Wittschwick rumgemacht hatte, weil er ja die Strafzettel in seinem Haus verteilt hatte. Und Myrtle versuchte, ihn zu beruhigen, und ihr geschah ein großer Fehler und nannte ihn Buster. Und der Herr Keaton, der mag das überhaupt nicht, so genannt zu werden, und rastete völlig aus und bearbeitete anschließend seine Frau mit dem Hammer und brachte sie um. In der Zwischenzeit wachte Ace Merrill wieder auf, der am Abend vorher noch fleißig auf Schatzsuche war, und klapperte einige Kreuze auf seiner Schatzkarte ab. Aber der große Fang, der blieb bis dahin aus. Und er guckte nochmal nach seiner Schatzkarte und vermutete, dass der größte Fang wahrscheinlich auf der Canberra Farm zu finden ist. Darum machte er sich dann prompt auch auf den Weg und suchte danach. Fand aber leider, dass da einer schon gegraben hatte und grub eine Dose aus und fand darin einen Umschlag. Darin war ein Dollar und dann ein Brief von Alan Pangborn. In dem Brief stand dann darin, dass sich Alan Pangborn selber an dem Schatz zu schaffen gemacht hatte und hatte 200.000 Dollar gefunden und hat die selber eingesteckt und hatte einen Dollar übrig gelassen, und das wäre der Anteil, den Ace Merrill zustehen sollte. Ace ist total wutentbrannt und brauste Richtung Castle Rock, weil er jetzt nach dem Leben von Alan Pangborn trachtete. Es geht wieder rasant weiter in diesem Kapitel. Wir haben wieder ganz viele Handlungsstränge. Und ich würde sagen, die Geschwindigkeit zieht noch mal ein bisschen an, oder was? Wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, das switcht von Szene zu Szene. Ich finde es aber auch ganz interessant, weil viele Sachen, die passieren ja wirklich gleichzeitig, und das macht vielleicht auch das Buch mit aus, dass da viele Sachen dann gleichzeitig erzählt werden, und ich finde das richtig interessant und schön. Und ab hier wird auch die Geschichte von Ace dann endlich glaubwürdig, weil dass er jetzt einen Prass hat, das kann ich verstehen. Die ganze Argumentation vorher, die war mir einfach zu dünn. Aber jetzt, wo er sich von Alan einerseits ausgelacht und andererseits um sein Geld beschissen fühlt, was ja noch dazu in Anführungsstrichen in seiner Wahrnehmung sein Erbe ist, das kann ich jetzt verstehen, dass er jetzt auf dem Amok-Trip ist. Ja, aber hier sieht man auch, also Gaunt verlässt sich nicht nur drauf, dass Ace ein guter Mitarbeiter wäre, also er muss auch noch manipuliert werden. Genau. Das darf nicht fehlen. Ich mag es auch, dass so viele dieser kürzeren Abschnitte, wie die ineinander übergehen, selbst wenn sie eigentlich andere Handlungsebenen sind. Das macht er auch im weiteren Verlauf des Buches immer wieder, und das finde ich ein cooles Stilmittel. Ja, es fühlt sich halt wirklich so an, als würde man quasi, während man den einen Amoklauf beobachtet, aus dem Augenwinkel schon sehen, wie die anderen nächsten aufeinander losgehen. Und das wird, glaube ich, tatsächlich, dass du merkst, das Buch die Geschwindigkeit steigert, immer extremer. Weil irgendwann kannst du halt nirgendwo mehr hingucken, ohne dass irgendwo was passiert. Aber gerade in diesem Buch, das ja so langsam, gemütlich so aufgebaut wurde, dass alles miteinander vernetzt ist, finde ich das genau die richtige Erzählweise. Auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch so, dass Gaunt, ich glaube, ziemlich am Anfang irgendwie sagt, wie das so funktioniert mit dieser Stadt, dass man
erstmal alles miteinander verknüpft und dann Kurzschlüsse erzeugt. Genau, machen quasi einen Kurzschluss und das führt zu einer Kettenreaktion. Ich stelle mir das so, ist halt wie ein Domino-Spiel. Mhm, wo man, genau. Einen Stein anstößt und dann rast alles immer schneller umher. Nur, dass er gleich ein paar Steine angestoßen hat. Ja. Ja, machen wir weiter. Mhm. Gut, dann kommt jetzt das Kapitel 19. Natürlich, 19. also Alan wartet darauf, mit Sean reden zu können über Brian, aber Sean ist halt immer noch in der Schockstarre und in der Zwischenzeit kaufen immer mehr Menschen Waffen an der Hintertür des Needful Things. Alan bekommt dann einen Anruf von der Staatspolizei, erfährt, dass Norris Ridgwick spurlos verschwunden ist, dass Busters Frau Myrtle ermordet wurde. Das haben wir schon gehört. Und er hat also seine Frau mit dem Hammer umgebracht und ist jetzt auf der Flucht. Man weiß nicht, wohin. Henry Beaufort wurde auch angeschossen. Und sein Auto wurde vorher zerstört. Das heißt, Alan erfährt jetzt, dass es so richtig die Kacke am Dampfen ist eigentlich. Und das macht natürlich die Wartezeit bei Sean nicht besser. Polly hat mittlerweile ein schlechtes Gewissen und sie ist ziemlich hin und her gerissen. Sie wünscht sich, sie hätte Alan schon früher die Wahrheit über Kelton erzählt, also über ihren Sohn. Aber gleichzeitig ist sie halt auch sehr sauer, weil sie ja glaubt, dass Alan selbst Nachforschungen angestellt hat und sich in etwas eingemischt hat, das ihnen so eigentlich gar nichts angeht. Außerdem hört Polly die Stimme ihrer verstorbenen Tante, die sie dazu drängt, das Amulett endlich abzunehmen. Und sie soll akzeptieren, dass sie mit dem, was sie gemacht hat, also mit ihrem Streich, auch für das Chaos in der Stadt mitverantwortlich ist. Das heißt, Polly ist tatsächlich hier jetzt jemand, der als Erste erkennt, was da tatsächlich so abgeht. Polly hat aber ein Problem. Sie ist ziemlich froh darüber, dass ihre Hände nicht mehr wehtun und deswegen will sie das Amulett nicht abnehmen. In der Zwischenzeit erfährt der Staatspolizist Henry Payton vom Ray van Allen, dass Henry Beaufort gestorben ist, aber er ist nicht an der Schusswunde gestorben. Der Leichenbestatter hat festgestellt, die Kugeln waren mit einem unbekannten, aber ziemlich effizienten Gift, das langsam und sehr schmerzhaft tötet, getränkt. Cora Rusk, der ist es vollkommen egal, dass sich ihr Sohn Brian erschossen hat oder dass ihr anderer Sohn Sean im Krankenhaus liegt mit einem Schock. Die ist komplett in ihrer Elvis-Welt versunken. Aber da ist sie nicht ganz allein, denn da ist sie auf ihre Freundin Myra Evans gestoßen. Und die hat gerade Sex mit Elvis und zerbricht Coras Brille. Ja, Cora macht sich also nur mit einem Bademantel bekleidet auf zu Needful Things und besorgt sich eine automatische Pistole. Was wir alle machen würden, wenn wir unsere Freundin beim Sex mit Elvis erwischen würden. Ich muss sagen, ich habe an dem Kapitel extrem viel Spaß gehabt, weil hier, finde ich, geht schon wieder die Geschwindigkeit ein kleines bisschen zurück, aber man kriegt mehr Zeitlupenaufnahmen, sage ich mal. Diese ganze Erkenntnissituation bei Polly, die sich so langsam da anschleicht, die finde ich sehr, sehr schön beschrieben, vor allem eben in diesem Konflikt. Ich weiß eigentlich, was das Richtige wäre zu tun, aber gleichzeitig ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss, das Richtige zu tun, für mich zu hoch. Das fand ich eigentlich richtig klasse. Ja, wo wir eben uns noch beschwert haben, dass es ein bisschen schnell ging mit Polly, kann man sich jetzt wieder viel besser in sie hineinversetzen. Und ich glaube auch, so im Nachgang kann man ihre Entscheidung jetzt auch besser verstehen. Also was mit das Gespräch mit Alan. Ja. Auf jeden Fall. Und woran ich hier noch ganz viel Spaß hatte, ist wirklich diese Szene, wie eben Gaunt da hinten in seinem Hinterausgang sitzt und fröhlich Waffen verkauft mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen und auch so ein bisschen erzählt, dass das eigentlich der liebste Teil an seinem Job ist. Also die Fröhlichkeit, die er da an den Tag legt, die hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Das konnte ich mir auch lebhaft vorstellen, wie das aussieht.
Ja, diese bildliche Vorstellung, wenn da so total halbe Psycho-Leute da angewackelt kommen und wollen dann eine Wumme haben, weil sie entweder um ihren Besitz zu beschützen oder um jemanden kalt zu machen. Also ich kann mir gut vorstellen, warum der sich so gefreut hat. Und auch diese Szene mit Cora fand ich recht großartig, wie eben wirklich beschrieben wird, wie völlig egal ihr das Ganze außenrum ist. Der Sohn ist tot, scheiß drauf, unwichtig. Ich meine, die Kinder waren ihr ja am Anfang schon nicht wichtig, bevor sie die Brille hatte. Aber seit sie die hat, halt noch viel mehr. Und diesen Teil dieses Suchtcharakters, das fand ich grandios. Also da habe ich auch sehr viel Spaß gehabt, dass eben das Einzige, was sie aus ihrer Lethargie reißt, die Tatsache ist, dass jemand ihr schönes Spielzeug kaputt gemacht hat. Es ist tatsächlich das erste Mal, also ich mochte Cora ja von Anfang an nicht. Es war ja ein grundunsympathischer Charakter. Aber hier ist das erste Mal, dass es mir Spaß macht, über sie zu lesen. Einfach durch diesen ganzen Wahnsinn mit dieser Elvis-Welt, den sie da hat, wurde sie plötzlich nicht sympathisch, aber lustig. Ja. Eine letzte Frage noch. Habt ihr die Sache mit dem Gift verstanden, was das soll? Weil das dient ja eigentlich weder Gorn, noch ist es effektiv, noch wird es in irgendeiner Form weiter behalten. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Hast du, kommt später noch vor, und auch Streifschüsse töten. Das spielt mit, denke ich. Ja, das denke ich auch, weil selbst wenn du da verletzt wirst, Schmerzen, Leid, Chaos und Tod, das ist ja das, was Leland Gord eigentlich will, woran er sich, ich sag mal, ernährt. Und da helfen natürlich vergiftete Kugeln auch nochmal. Ja gut, aber da würden halt auch normale Kugeln helfen. Nein, wenn du nur ins Bein geschossen wirst, dann tut's weh. Aber wenn du ins Bein geschossen wirst und langsam schmerzhaft an einer Vergiftung zugrunde gehst, dann ist das nochmal, das ist der Unterschied zwischen einem guten Stück Rindfleisch und einem Burger beim Ja, Donuts. Und da denke ich wieder anders, da denke ich wieder zu kapitalistisch. Wenn ich jemanden ins Bein schieße und ich bin der Waffenhändler, dann schieße ich dem ins Bein, nicht mit einer giftigen Kugel, an der er stirbt, sondern ich warte darauf, dass er wütend genug ist, bei mir selber auch wieder eine Waffe zu kaufen, um dem Arsch noch selber eine Kugel zu verpassen, dass mich da gerade angeschossen hat. Da hast du aber einen Denkfehler drin. Leland Gorn ist es ja eigentlich scheißegal, dass er Waffenhändler ist. Er will ja eigentlich das Chaos und die Zerstörung und den Schmerz und das Leid und all diesen Scheiß, das ist seine Währung. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ja. Aber der Punkt ist doch der, wenn der Angeschossene, solange er noch lebt, 5 andere Leute mit in den Tod reißen kann, dann ist das doch viel effektiver, als wenn der eine langsam und qualvoll stirbt. Dann habe ich ja trotzdem 4 Seelen minus gemacht. Ja, aber derjenige könnte genauso gut dann aber auch sagen, woher er erstens die Waffe hat und zweitens dann auch noch, ja, ihr könnt dann ja sagen, nee, eigentlich auch nur halt der Punkt, dass er eine Aussage machen könnte, ja, hier, die habe ich jetzt von dem Leland Gorn bekommen und da könnte der ganze Plan eigentlich zusammenkrachen. Das kannst du ja aber bei einem langsam wirkenden Gift genauso. Da kannst du ja erst recht noch eine Aussage machen und Zeug. Vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, ist es auch so, dass er die Leute so miteinander verwoben hat, dass er sich nur von denen ernährt, mit denen er schon zu tun hatte. Das heißt, wenn noch 5 Leute nebenher erschossen werden oder sowas, das ist scheißegal, das ist Kollateralschaden. Aber okay. Ja, also, so könnte ich mir das höchstens vorstellen. Ja, okay, unter dem Aspekt kann ich das akzeptieren. Und er wird ja auch letztendlich alle Waffen los. Das heißt, er hätte auch gar keine mehr, die er noch mehr verkaufen könnte. Und möglicherweise müssen die Leute halt auch einfach sterben, damit er die Seelen abernten kann. Das ist klar, aber wie gesagt, ich meine, unter diesem Aspekt, es müssen Leute sterben, damit er mehr Seelen ernten kann, ist es ja sinnvoller, den Menschen, den du gerade wütend gemacht hast, in Betrieb zu halten, damit der für dich weitere Menschen tötet, als ihn langsam aber qualvoll aus dem Geschäft zu nehmen. Aber bekommt er auch die Seelen von denen, die er tötet, obwohl ihr Geist nicht vergiftet ist? Das ist wahrscheinlich der Punkt, den Flo gerade meinte.
Ja, wahrscheinlich. Ja, es wird halt im Buch nicht erklärt. Ich könnte es mir so vorstellen, aber es ist halt wirklich Spekulation. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch ins nächste Kapitel, Kapitel 20. Denn hier ist Buster das erste Mal richtig am Tiefpunkt angekommen. Denn er ist sich tatsächlich der Sache bewusst, dass er seine Frau da gerade umgebracht hat. Und er ist sich natürlich auch der Tatsache bewusst, was das bedeutet, wie leichte Beute er jetzt für sie dadurch ist. Denn jetzt brauchen sie ja nicht mal mehr was erfinden, womit sie ihn reinkriegen. Und er ist wirklich am Boden zerstört. Und in diesem Moment sieht er auch das Spiel tatsächlich als das, was es ist. Nämlich alt, kaputt und lächerlich anzuschauen. Er glaubt auch in dem Moment, der einzige Ausweg wäre Selbstmord. Aber auch hiervon wird er wieder abgehalten, denn Gorn ruft an, tröstet ihn so ein bisschen. Und wie das Universum so möchte, auf einmal fällt sein Blick wieder auf das Spiel und alles ist wieder funkelnigelnagelneu. Es gibt neue Hoffnung und alles wird gut werden. Buster haut halt ab, denn er ist ja jetzt von seiner Kette befreit. Und in dem Moment wird auch Myrtles Leiche dann gefunden. Die Kollateralschäden in der Stadt gehen weiter, denn der schon lange schwelende Konflikt zwischen Eddie und Sonny Jacket bricht diesmal voll durch. Da gab es wohl vor einiger Zeit mal eine kleine Streiterei über eine verpatzte Autoreparatur. Jedenfalls, Eddie geht in den Reparaturshop, um sich an Sonny zu rächen, möchte ihn gerne erschießen, erwischt aber dabei blöderweise stattdessen den unschuldigen Mitarbeiter Ricky Bissonette. In dem Moment kommt Sonny auch von der Toilette wieder, sieht, dass Eddie da was gemacht hat und ballert ihn letzten Endes auch einfach um den Haufen, ohne da großartig zu fragen. Das heißt, wir haben hier die nächsten drei Toten. Sonny ist gar nicht tot, sondern noch nicht tot. Drücken wir so aus. Aber die Sache mit den Kollateralschäden geht weiter. Denn Leonor Potter will Stephanie Bonsant erschießen, erwischt aber stattdessen die Frau von Andy Clutterbuck, was auch in Zukunft nochmal relevant ist für weitere Bücher. Und Ellen hat es jetzt endlich geschafft, sich an der Krankenschwester oder mit Hilfe der Krankenschwester ein bisschen vorbeizumogeln. Er hat es jetzt endlich in das Zimmer von Jean Rusk im Krankenhaus geschafft. Und hier hat er auch das erste Mal ein kleines bisschen mehr Erfolg, denn bei ihm funktioniert sein lustiger Zaubertrick und er kriegt es also damit hin, dass Jean ein bisschen anfängt, über die ganze Sache zu reden. Und ja, hier stellt sich dann letzten Endes raus, dass Needful Things tatsächlich so ein bisschen das Epizentrum der ganzen Sache ist. Allerdings wird jetzt langsam die Zeit knapp, denn Ellen hat ja jetzt einen Gegenspieler, von dem er zwar weiß, dass er existiert, aber noch nicht, wie schlimm die Situation ist. Denn Ace ist jetzt ja durch diesen gefundenen und betrogenen Schatz wirklich, wirklich beschissen, auf ihn zu sprechen. Deswegen hat er auch nur noch das Ziel, sich an Ellen zu rächen. Er staunt zwar so ein bisschen über das große Polizeiaufgebot, aber lässt sich letzten Endes nicht abschrecken und sucht Needful Things auf, wo letzten Endes Gaunt ihnen auch die neuen Aufträge gibt, nämlich einerseits, dass er sich so ein bisschen mit Buster zusammentun soll, um Chaos zu sehen, und natürlich auch, dass Pangborn jetzt sterben soll. Es kommt ja noch so zu einer kleinen Machtdemonstration, möchte ich es mal nennen, denn Ace möchte ja gerne seine eigene Agenda primär verfolgen. Da halt aber Gaunt nichts davon und prügelt ihn erstmal wie ein Spielzeug durch die Gegend. Damit dann die Prioritäten und die Rangfolge auch ein bisschen klar ist. Jedenfalls, draußen begibt sich dann Ace zusammen mit Buster auf die große Vernichtungstour, denn das bestellte Dynamit möchte ja möglichst gewinnbringend eingesetzt werden. Kommen wir zu Kapitel 21. Der Streit zwischen Katholiken und Baptisten eskaliert, als beide Gruppen in ihren jeweiligen Gemeindesaal mit Stinkbomben attackiert werden, die Leland Gaunt dort hat platzieren lassen. Gleichfalls wurden die Ausgänge verbarrikadiert
und sie werden von der Straße aus verhöhnt, so dass sie die jeweils, so dass sie das jeweils gegenteilige Lager als Urheber verdächtigen. Die Panik der Flucht schlägt in Hass um und beide Truppen treffen in einer Straßenschlacht aufeinander. Hier sterben dann auch einige Menschen. Cora Rusk sucht Myra auf, um sich für den Betrug mit Elvis zu rächen. Und beide wurden von Gaunt bewaffnet und beide sterben. Hier eine durch die Schussverletzung, die andere durch das Gift der Kugel. In Kapitel 22. Das Gewitter beginnt und Alan Pangborn kommt zurück bei strömenden Regen und schafft es nach Castle Rock zurück. Währenddessen will sich North Ridgewick selbst das Leben nehmen, hat aber widersprüchliche Stimmen im Kopf. Zum einen Reue, weil er als Polizist selbst mit verwickelt war in den Amokläufen, und zum anderen Feigheit, weil er sich das Leben nehmen will, anstatt er einfach seinen Fehler einsieht und ihn gut machen möchte. Er steht auf einem Stuhl, möchte sich erhängen, und durch ein paar Blitze durch das Gewitter sieht er, was seine geliebte Basunroute überhaupt ist. Ein altes Stück Holz, wo eine rostige Rolle dran hängt, und merkt jetzt, dass da was nicht richtig ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Er verspürt dass Leland Gaunt anwesend ist, aber hört ihn nicht und sieht ihn auch nicht. Und auch bemerkt, dass er vom Stuhl stürzt und kann sich gerade noch so retten, und mit großer Mühe kann er sich von seinem Strick befreien. Währenddessen träumt Polly von ihrer Tante. Sie ist in diesem Traum eine Verkäuferin in Needful Things. Ihre Tante erzählt ihr, dass ihr Aska, also ihr Amulett, sie nicht heilt, sondern leitet die Schmerzen in ihr Herz ab. Und während diesen Gespräches nennt ihre Tante sie permanent Trisha, wobei weil ihr richtiger Name ist Patricia. Wobei eigentlich Polly von allen immer Polly genannt wird. Auch in San Francisco. Und da wird ihr in dem Moment wird ihr klar, dass irgendwas nicht stimmt, und versuchte nach dem Brief zu greifen. Und in dem Moment Leland Gaunt einzuschreiten und sie davon abzuhalten und droht ihr, dass die Schmerzen in ihrer Hand wieder zurückkommen und viel, viel schlimmer werden. Polly ist dann ganz entschlossen und will nach dem Brief schauen. Sie schaut nach und merkt, dass auf dem Brief stand ein falscher Name. Und zwar der Name Patricia und eine falsche Adresse. Und da wird dir klar, dass es gar nicht möglich sein kann, weil in San Francisco kannte jeder sie unter dem Namen Polly. Auch das Amt für die... wie ist nochmal das Amt? Jugendamt, würde ich es einfach übersetzen. Und auch das Jugendamt wusste, dass Polly unter diesem Namen da aufgelistet war. Und dann bemerkte sie, dass sie einen großen Fehler gemacht hatte und dass sie Alan zu Unrecht beschuldigt hat, dass er in ihr Privatleben geschnüffelt hatte, und merkt jetzt, dass er eventuell in großer Gefahr ist. Wütend riss sie dann das Aska vom Hals, und dieses zerbrach dann, und dann konnte man erkennen, was da überhaupt in diesen Aska drinne war. Und zwar lebte dort eine Spinne. Und diese Spinne, die wurde immer größer, bis sie eine Größe von einer Katze erlangt hatte. Diese Spinne versuchte dann abzuhauen. Polly folgte der Spinne
Und im Bad erschlug sie die Spinne dann mit einem, nee, im Bad erstach sie die Spinne mit einem Pumpfix. Und kaum war die Spinne erledigt, schon kamen die Schmerzen in ihre Hände wieder zurück. Ace und Buster, die hatten in der Zeit das Dynamit abgeholt und hatten die Tin Bridge soweit dann vertratet und mit dem Dynamit angeschlossen. Alan hat es dann endlich geschafft, von Needful Things halt zu machen und möchte endlich mit Leland Gorn ins Gespräch kommen. Irgendein Gefühl sagte ihm, dass er die Nussdose von seinem Sohn mitnehmen sollte. Er wollte den Laden betreten und merkte, dass der Laden abgeschlossen war und verschaffte sich ganz einfach den Zutritt und brach einfach ein. Als er im Laden drin stand, war er ganz verwundert, weil im Laden Zentimeter dicke Staubschichten überall lagen. Und er sah gar nicht aus, dass irgendwie mal hier ein Ladengeschäft drin war. Und er fand einen Videorekorder, ein Fernsehgerät und eine Videokassette. Auf der Videokassette stand sein Name und ein Brief war mit dabei. Und in dem Brief stand, dass auf der Videokassette zu sehen ist, was wirklich bei dem Unfall von seiner Frau und von seinem Sohn passiert ist. Ja, wir haben hier halt ja wieder mal wie bei den klassischen Outsiders eine Wettererscheinung. Das fand ich auch ganz hübsch, dass wir hier tatsächlich wieder mit dem Wetter so ein bisschen spielen. Na, das fand ich ein bisschen ausgelutscht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich gebe dir recht, wenn man, ich sag mal so, wenn man es nicht als Gag versteht, als Insider-Gag, dann ist es einfach nur Outsider-Gag. Ja, genau. Dann ist es einfach nur eine dumme Wiederholung. Da gebe ich dir recht, ja. Aber im King-Kontext fand ich, hatte das schon wieder eine Berechtigung. Ja, es wird ja auch noch öfter vorkommen. Wie mochtet ihr denn diese Argumentation in diesem Traum von Polly? Ja, sie war total geblendet gewesen von der Sache, was da angeblich der Alan gemacht haben sollte. Und ja, wie Schuppen von den Augen ist ihr das dann aufgefallen, dass er einen riesen Fehler gemacht hatte und dann nicht richtig nachgedacht hatte, weil eigentlich war es ja logisch gewesen, weil jeder kannte sie ja unter dem Namen Polly und auch die ganzen Menschen dann San Francisco, weil sie ja einen Schlussstrich von ihrem bis dahin jetzigen Leben machen wollte. Und hatte sich dann da unter dem Namen Polly Chalmers, glaube ich, auch da in San Francisco gemeldet. Und eigentlich hätte sie ja da sofort reagieren müssen, wenn sie den Brief da bekommt. Naja gut, aber wie gesagt, wie Jonas schon sagte, ich glaube, das logische Denken setzt bei solchen Sachen, gerade wenn es um so schlimme, traumatische Sachen geht, tatsächlich auch recht schnell aus. Also das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ja, ich meinte aber jetzt, sage ich mal, man bekommt einen Brief und da steht dann halt drauf, ja, hier Jugendamt San Francisco und dann halt der Name Patricia Chalmers. Sie hatte ja schon bei Leland Gorn, bei dem ersten Besuch, hatte sie ja gesagt, dass sie Polly heißt. Und was ja auch in dem Buch mit vorkam, was ich auch so ein bisschen doof fand, das war ja die Tatsache, dass ja der Leland Gorn Polly ein bisschen gesteckt hatte, dass der Alan Pangborn irgendwas da gemacht hatte und da eventuell ein bisschen Nachforschung betrieben hatte. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil sie ja da auch schon so einen Aussetzer hatte. Hm. Und da hätte es ja ein bisschen klingeln müssen, wenn sie den Brief bekommt und da den Namen liest. Deshalb war ich ein bisschen irritiert und ein bisschen, ja, enttäuscht, sage ich mal, dass sie da nicht geschaltet hat. Aber, die Reaktion... Ja, die Reaktion, die versteht man dann ja, wenn sie dann halt den Brief dann gelesen hat. Aber vornherein hatte ich echt gedacht, die wäre clever genug, das dann zu raffen. Naja, aber da muss ich halt sagen, klar, Polly ist meinetwegen deren Rufname, alles schön und gut. Aber die Variante, dass die bei einer öffentlich-behördlichen Kommunikation tatsächlich deinen Ausweisnamen draufschreiben, der Gedanke liegt ja nahe, von daher hätte ich mich jetzt darüber grundsätzlich auch nicht gewundert.
Aber so wie es dann später beschrieben wird, wird ihr ja erst bewusst, dass tatsächlich sie dort auch nur unter dem Namen Polly überhaupt jemals vorstellig geworden ist. Verstehst du? Also dieser Gedankengang, dass sie den vollen Namen haben, den fände ich jetzt auch nicht sonderlich befremdlich, auch wenn mich jeder andere Polly nennt. Ja, und auch mal ehrlich, also wenn ich Post bekomme, auch wenn ich Post vom Amt bekomme, ja, ich achte nicht so wirklich auf die Adresszeile, ich achte auf den Brief. Richtig. Aber was ich schön fand, ist, also Polly ist ja die Erste, die tatsächlich wieder klarer wird. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, Polly hat sich gleich gemerkt, weil sie genau wie alle anderen auch im Band von Leland Grant war. Aber sie ist jetzt die Erste, die es stark genug ist, sich aus diesem Bann zu befreien. Und das finde ich sogar wirklich glaubhaft dargestellt hier. Mhm, auf jeden Fall. Und vor allem finde ich daran so beeindruckend, bei allen anderen geht es ja um Luxus. Bei dem, was Gond ihr versprochen hat, geht es ja tatsächlich schon sehr arg an die Substanz. Und dass gerade sie diejenige ist, die sich am ehesten über sich selber hinwegsetzen kann, das finde ich noch beachtlicher. Ja, vielleicht liegt es aber auch gerade daran. Genau. Ja. Wie ging euch denn so auch in den letzten Kapitel? Also ich habe immer so den Eindruck gehabt, wenn es wirklich in die Einzelschicksale ging, und da ist Pollys natürlich das für mich intensivste, dann hatte ich daran mehr Spaß. An den ganzen Masse-Szenen, also zum Beispiel diese Schlacht zwischen den Katholiken und den anderen und so weiter, da habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt. Die fand ich verhältnismäßig nutzlos. Ja, diese Massenschlägerei, sag ich mal, das dient für mich zur Atmosphäre, aber mehr auch nicht. Hier das Gewitter. Aber dafür, und das ist mein Problem mit der ganzen Sache, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich habe diesen ganzen Kirchenblödsinn weder verstanden, noch habe ich dafür jemals ein Gefühl gekriegt. Ich kann verstehen, dass er gerne so eine lustige Massenszene haben wollte, nur damit er eine hat. Aber ich habe den Eindruck, dieser ganzen Kirchengeschichte insgesamt wird in dem Buch unverhältnismäßig viel Wichtigkeit zugeschrieben. Und ich bin mir nicht sicher, ob er da auf irgendwas raus wollte und dann auf halbem Weg, ach egal, entschieden hat. Oder ob das einfach nur eine schlechte Gewichtung ist. Ich würde eigentlich auch sagen, das ist Füllmenge zu den Buchen, weil so oft wie das vorkam und eigentlich keinen richtigen Bezug auf die Handlung hatte, also nichts Wichtiges. Also, zumal ja das waren einfach nur Filme. Viele Leute sterben. Meine Vermutung ist, dass es wie eine Art roter Faden dienen sollte, die durch die Geschichte führt, weil es ja schon im Prolog vorkam. Und ja, vielleicht noch, um möglichst viele Leute der Stadt, auch namenlose Leute, mit in die Geschichte einzubinden. Um halt wirklich für Atmosphäre zu sorgen, um zu zeigen, okay, die ganze Stadt ist aufgebracht und auf den Beinen und so. Aber es funktioniert nicht richtig gut, das stimmt. Was ich allerdings ganz hübsch fand, ist tatsächlich so diese Kontrastierung zwischen, ich sag mal, Duellszenen, wie wir sie ja zum Beispiel zwischen Maiwa und Korra haben, oder zwischen Polly und der Spinne, kontrastiert durch diese völlig chaotischen Massenszenen. Das ist die einzige Existenzberechtigung, die diese Szene für mich hat. Meinst du damit die Szene von Polly und der Spinne oder die Massenschlacht? Naja, also das quasi diese... Es gibt Einzelszenen, eben Polly und die Spinne oder Korra und Maura. Na, das sind so Duellszenen. Und dass die so hervorgehoben werden, glaube ich, funktioniert deshalb so gut, weil eben im gleichen Atemzug diese Massenschlacht tobt. Ja, das kann ich mir das vorstellen. Ja, das passt. Weil ich quasi im Kopf bildet sich das Bild, dass die ganze Stadt gegeneinander kämpft. Und dann wird immer mal wieder auf einzelne Kleinkämpfe gesucht, genau. um ins Detail zu gehen. Na und vor allem halt, ist vielleicht auch schon wieder eine symbolische Sache, aber die Idee dahinter ist ja, das Böse gewinnt nur deshalb einerseits, weil wir
im Großen und Ganzen unsere Gesellschaft nicht im Griff haben. Aber das Böse funktioniert vor allem auch deshalb, weil wir in den Kämpfen gegen uns selber verlieren. In dem Fall gewinnt ja Polly gegen sich selber, indem sie eben diese Versuchung abstreift. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auf einer symbolischen Ebene so der Sinn und Zweck, warum man das so kontrastiert. Ja, aber gut, Symbolik. Ja, genau. Ich habe nachher noch was zur Symbolik, aber hier sehe ich die dann doch nicht. Okay. Ja, dann machen wir weiter mit dem letzten richtigen Kapitel, Kapitel 23 und dem großen Finale. Denn es geht jetzt die erste Bombe in der Stadt hoch, und zwar um 19:38 Uhr. Während Henry Payton halt versucht, die ja, religiösen Fanatiker zu beruhigen, aber die bekriegen sich so sehr, da hat er keine Chance. Norris Ridgwick wird währenddessen in eine Schießerei mit Buster und Ace verwickelt. Er kann Buster anschießen, der daraufhin von Ace, ja, sagen wir mal, erlöst wird. Nicht weit davon treffen Frank Jewett und George T. Nelson aufeinander. Die duellieren sich vor dem Gebäude der Stadtverwaltung und die Kugeln treffen sich tatsächlich mitten in der Luft. Die beiden also spüren, wie die tödlichen Kugeln knapp an ihnen an den Ohren vorbeizischen. Und das bringt sie tatsächlich so dazu, zu begreifen, was für ein Wahnsinn hier eigentlich abgeht. Sie wollen gerade ihren Streit beilegen, als das Gebäude der Stadtverwaltung in die Luft fliegt und sie zusammen mit 19 weiteren Bürgern sofort tötet. Wobei das ja hier schon wieder Beschuss ist, weil dann sind es ja eben nicht mehr 19, sondern 21, aber... Ja, aber es ist halt 19. Sally Radcliffe, der wird auch klar, was hier abgeht und ihr wird klar, dass sie auch an diesen Amokläufen in der Stadt ja zumindest zum Teil die Verantwortung trägt und deswegen erhängt sie sich. Andy Clutterbuck trauert um seine tote Frau, er hält sie in den Armen und wir erfahren, dass es sein letzter nüchterner Tag sein wird. King schreibt hier, in 2 Jahren wird er betrunken in einen vereisten See einbrechen und sterben. Das stimmt nicht, denn wir werden ihn auch 2015 noch in einer Handlung in einem anderen Buch erleben. Alan spielt das Band, das er von Leland Grant hat, ab und sieht hierbei, wie Ace Merrill das Auto seiner Frau von der Straße abdrängt. Und dadurch gerät er halt auch in die Fänge von Gaunt. Er will jetzt nur noch Rache und ist auch komplett neben sich. Er verlässt den Laden und fährt in Richtung Mechanic Falls, wo er denkt, dass Ace sich versteckt. Aber kaum ist er in seinen Wagen gestiegen, da taucht Polly auf. Und obwohl Alan so ganz außer sich ist, gelingt es ihr, so zu ihm durchzudringen und ihm dann doch ein bisschen Vernunft beizubringen. Und Alan kommt langsam wieder zu sich und ist damit dann auch der Zweite, der den Bann abschütteln konnte. Aber dann ist gerade pünktlich Ace Merrill zur Stelle. Der schnappt sich Polly und hält ihr die Pistole gegen die Schläfe. Bevor das Finale aber weitergeht, dann schalten wir nochmal um zu Norris Ridgwick. Der ist unterwegs zu Needful Things und spürt das Gift, das durch die Verletzung jetzt auch in seinem Körper ist. Denn natürlich war auch Busters Waffe, mit der er verletzt wurde, eine von Gaunts speziellen Pistolen. Aber er will nicht aufgeben und er kommt gerade auch rechtzeitig zum Finale an und er sieht, dass Ace Polly bedroht. Er klettert aus seinem Auto und hofft, dass Ace sich weit genug von Polly wegbewegt, dass er ihn vielleicht mit der Pistole erwischen kann. Ellen sieht das Ganze, sieht aus dem Augenwinkel jetzt, wie Gaunt seinen Laden verlässt mit einer großen gepackten Reisetasche. Die Tasche scheint dabei ein eigenes Wesen zu sein und scheint zu atmen. Und in dem Moment wird ihm auch klar, wo Gaunts Fehler lag, wie auch vorhin bei dem Brief an Polly, ist ihm hier bei dem Videoband ein Fehler unterlaufen. Denn auf dem Band war Annie angeschnallt bei dem Unfall und in Wirklichkeit war sie das hier gerade nicht. Das war ja das, was ihn so verzweifeln lassen, ob es wirklich ein Unfall war. Und dadurch erkennt er halt, dass das Band wirklich eine Fälschung war. Und er ignoriert jetzt Ace einfach und wendet sich Gaunt zum großen finalen Kampf zu. Er denkt gar nicht nach darüber, was er tut. Er öffnet eine
ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, dass Alan ja Hobbyzauberer ist. Und er hat halt eine Scherzdose, angeblich Nüsse, in der so eine Pappmaché-Schlange ist, die so herausschießt. Ohne nachzudenken, öffnet er diese Dose und die Schlange ist plötzlich höchst lebendig und geht auf Gaunt los und versucht ihn zu beißen. Polly beißt auch, und zwar Ace. Der lässt sie lang genug los und Norris kann ihn erschießen. Alan stürmt jetzt auf Gaunt zu, nimmt ihm seine Tasche ab und macht danach, das klingt jetzt komisch, aber es macht tatsächlich im Kontext der Geschichte Sinn, er macht im Scheinwerfer seines Wagens Schattentiere. Er lässt die Sperlinge gegen Gaunt los, da fällt auch der berühmte Satz wieder, die Sperlinge fliegen wieder, den wir ja aus Stark kennen. Und er beschwört sogar den Schatten des Bernardinas Cujo herauf. Dabei bellt irgendwo zufällig vielleicht ein Hund und Gaunt weicht tatsächlich zurück. Aber der gibt noch nicht ganz auf. Der wirft jetzt seine menschliche Gestalt ab und zeigt sich jetzt in seinem dämonischen Antlitz. Er versucht, sich die Tasche wieder zu schnappen. Und Alan reagiert daraufhin mit seinem Blumentrick. Also es sind zusammengefaltete Kunstblumen, die auch in dem Buch schon mehrfach aufgetaucht sind. Die lässt er aufklappen und aus den Blumen bricht ein Lichtstrahl hervor. Und Alan denkt, es ist die Ankunft des Weißen. Auch ein Satz, den wir schon kennen. der Dämon bekommt das Licht ins Gesicht und Alan schreit mit einer Stimme, die nicht seine ist. Hebe dich fort, Dämon, du bist ausgestoßen von diesem Ort. Das Licht wird immer heller, Needful Things fängt Feuer, die Tasche springt auf und lässt die entführten Seelen frei. Sofort merkt Polly, dass ihre Hände besser werden, dass der Schmerz nachlässt. Das Gift in Norris Körper und wahrscheinlich auch in den Körper von vielen anderen, das verliert sofort seine Wirkung und überall in der Stadt hören ganz plötzlich die Kämpfe auf und auch der Regen lässt nach. Lean und Gaunt erkennt, dass er verloren hat und flieht. Er wirft Alan noch einen unvergesslichen Blick zu. Sein Auto verwandelt sich in eine Kutsche, dann in einen alten Karren mit Pferden und mit diesem Gespann fliegt er davon und Alan sieht Gaunt als buckligen Zwerg auf dem Bock der Kutsche, bevor er dann im Nichts verschwindet. Ja, während jetzt alle in dem Ort so langsam diesen Zauber abschütteln, den Gaunt über sie gelegt hat, findet auch Alan wieder zu sich und akzeptiert, dass er wohl niemals die wirkliche, komplette Wahrheit über den Tod seiner Frau erfahren wird. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Er hat ja jetzt Polly und zusammen mit ihr bringt er auch Norris ins Krankenhaus und sie rollen so langsam aus der brennenden Stadt heraus. Ich stelle mir das so richtig schön westernmäßig vor. Ja, und das war das große Finale. Noch nicht das Ende, aber das Finale. Ich möchte schimpfen. Ich mag das Ende nicht. Wirklich nicht. Hat mehrere Gründe. Der ganze Showdown mit Ace, ja, meinetwegen, kann ich alles hinnehmen. Aber alleine zum Beispiel die Tatsache, dass Norris vergiftet ist, macht für mich keinerlei Unterschied. So gar nicht. Weil ob der nur normal angeschossen wäre oder eben so halb vergiftet, ist vollkommen egal. Er würde dieselbe Funktion ausführen. Ja, aber das ist wahrscheinlich nur um die Spannung so ein bisschen. Ich meine, es hat bei mir jetzt auch nichts gebracht, weil mir Norris relativ egal war. Aber die Spannung ein bisschen noch höher zu halten. Oh, er ist vergiftet. Schafft er es noch oder fällt er vielleicht vorher tot um? Dann, dass Alan an die ganze Sache kurz mal am Kippen ist. Ist gut, weil ansonsten wäre er halt wieder, wie bei The Stand, so ein klassischer amerikanischer Held. Von daher ist es ganz gut, dass er mal kurz der Versuchung anheimfällt. Meinetwegen. Aber der ganze letzte Kampf, ja, ich verstehe die Symbolik dahinter, ja, ich verstehe auch die Querverbindungen und so weiter und so fort. Aber mich hat es ja schon immer genervt, wenn Gaunt wirklich in seinem dämonischen Wesen da so war. Aber jetzt eben wirklich diese Holzhammer-Methode, das naive Kindliche mit den Zaubertricks und bla, besiegt das Böse und mach und tu, das ist mir zu sehr Holzhammer. Ich kann mit dem Ende nichts anfangen.
Ich würde es wirklich gerne mögen, aber ich mag es einfach nicht. Also ich mag das Ende schon. Ich glaube, es ist hier dasselbe, was dir auch bei Es nicht gefallen hat. Ja. Ja. Ich denke, hier geht es darum, wir haben Alan in Stark als sehr rationalen, sehr geerdeten Menschen kennengelernt. Und hier am Ende akzeptiert er, dass es einfach viel mehr gibt und führt den Kampf halt mit irrationalen Mitteln. Und das ist ja für mich ein Teil seiner Charakterentwicklung. Also ich finde es auch zum Teil ein bisschen merkwürdig, aber ich kann es auf jeden Fall akzeptieren, was hier passiert. Was ich halt besser akzeptieren kann, ich drück's mal so aus. Die Tatsache, dass Alan diese lustigen Zaubertricks und bla und so weiter, meinetwegen, kann man alles machen. Was mich daran stört an der ganzen Nummer, ist, dass Alan derjenige ist, der Gorn besiegt. Das ist ein Sieg, der Polly zusteht und niemanden anderen. Und das stört mich daran am allermeisten. Ja, Polly muss sich mit Ace zufrieden geben. Was mich daran stört, ist, dass zwischen Polly und Ace ja eigentlich gar keine Verbindung besteht. Ja, genau. Ja, das finde ich auch ein bisschen doof. Sie wird hier wieder nur zum Werkzeug und zur letzten Versuchung, sage ich mal, deklariert. Denn für Ace ist Polly ja nur ein Werkzeug, weil sie diejenige ist, mit der man Alan am besten wehtun kann. Und diese Degradierung nervt mich im Kontext, weil in der ganzen Geschichte ist Polly der einzige normal denkende Mensch. Und am Ende ist sie trotzdem wieder nur das Messer in der Hand des Mörders. Und das kotzt mich an. Also ich hätte auch lieber Alan und Ace gegenüberstehen gesehen, weil das passt irgendwie besser. Und ja, auch dieses Ende, wenn Polly gegen Mr. Gaunt angetreten wäre, das hätte mir auch besser gefallen. Weil ich sag mal so, ich bin eher so der Stephen King Neueinsteiger. Ich habe da noch nicht so viele Bücher gelesen, auch so die Vorgänger, wie Stark, kenne ich nicht. Und naja, das Ende fand ich jetzt so wirklich so ein bisschen, naja, mit Zaubertricks und Dämonen fertig machen, der sonst für böse Eigenschaften an sich hat und Menschen manipulieren kann. Naja, es war mir ein bisschen komisch. Also war ein komischer Beigeschmack zum Ende. Also ich hätte es auch lieber so gesehen, Polly fertig Gaunt ab und Ace und der Alan, die stehen gegenüber und wie so ein typisches Western-Duell geht das dann zu Ende. Ja, es war auch wieder dieses typische, du musst nur dran glauben, dann wirkt auch das unnütze Ding in deiner Hand als Waffe. Das war ein bisschen, ja, ähnlich ausgerutscht wie das Gewitter, sag ich mal. Ja, und vor allem, und das ist wieder auch wieder so ein Punkt, der mich aufregt. Auf der einen Art kann sich bei einer derartig profanen Sache wie diesem beschissenen Blumenstrauß Alan sich plötzlich darauf einlassen, dass jetzt die profanen Dinge, solange man nur an sie glaubt, auf einmal eine Wirkung haben. Aber auf der anderen Art, während das lustige Amulett Polly hilft, da ist es natürlich Hokuspokus. Und dafür, für diesen Denkprozess, ist mir einfach zwischen diesen Kapiteln zu wenig Zeit vergangen. Zum Beispiel. Das nervt mich auch. Und das nächste, was mich nervt, ist, dass auf einmal ihre Hände besser sind. Ihre Hände waren schon beschissen, bevor Gaunt überhaupt in die Stadt kam. Die können vielleicht besser sein als jetzt dieser letzte große Anfall, weil sie die Spinne da totgeschlagen hat und Zeug. Aber ihre Hände haben nicht besser zu sein. Ende der Geschichte. Das ist, die waren vorher schon schlecht. Und das nächste, und da kommen wir vielleicht dann wirklich, hänge ich gleich mal einen Teil der Symbolik mit dran. Es hätte auch unter dem Aspekt viel mehr Sinn gemacht, dass Polly gegen Gorn kämpft, weil er ja am Ende als buckliger Zwerg davon fliegt. Ihr kennt ja dieses Trope, Crooked Mind in a Crooked Body. Und ich habe mich halt die ganze Zeit im Laufe der Geschichte darüber gefreut, dass eben diese Behinderung und Verkrüppelung bei Polly genau ins Gegenteil verkehrt wird. Und wenn Gaunt jetzt ein buckliger Zwerg ist, erfüllt er voll wieder diesen Trope. Hätte man diese beiden körperlich in irgendeiner Form abnorm dargestellten Charaktere gegeneinander aufgewogen, hätte es auch in der Symbolik viel mehr Sinn gemacht. Aber nicht mal auf der Ebene macht das Ende Sinn, so wie es ist.
Ja, zum Beispiel, sie würde ihre letzte Kraft, die sie in ihren Händen hat, und würde zum Beispiel den Leland Gaunt erwürgen. Und dadurch geht dann vielleicht auch die Arthritis weg. Aber es ist jetzt nur dahergesponnen. Aber das wäre meine Alternative zu dem Ende gewesen. Ich sehe es auch so wie ihr. Also ich hätte auch lieber gehabt, wenn Polly eine größere Rolle gespielt hätte. Andererseits ist natürlich Alan jetzt über zwei Bücher hinweg als der Held aufgebaut worden. Und ich finde es gut, dass er sich tatsächlich auch das nochmal auf Stark bezieht mit den Sperlingen. Die haben da zwar schon keinen Sinn gemacht, aber hier macht das dafür dann doppelt keinen Sinn. Und das, weißt ja, Minus und Minus ergibt wieder Plus. Und nein, ich weiß auch nicht. Ich mag aber die Verweise auch Cujo. Es ist für mich so, als würde sich die Stadt wehren. Schließen. Ja. Als würde sich die Stadt dagegen wehren, kaputt gemacht zu werden von Gaunt. Und dadurch auch die Geister ihrer Vergangenheit heraufruft, um sich selbst zu beschützen. Mhm. Aber auch dafür hätte es halt Ellen nicht wirklich gebraucht. Eben, genau das ist der Punkt. Den Rest von der Symbolik, das kann ich alles hinnehmen, aber der Punkt stört mich halt unglaublich. Weil Ellen eigentlich keinerlei Berechtigung hat, an dieser Stelle, an diesem Ort, das zu tun, was er tut. Ja. Wie wäre es denn gewesen, wenn zum Beispiel Norris Gaunt abgefertigt hätte? Quasi wenn Alan und Polly nur mit Buster und mit Ace zu tun gehabt hätte und Norris hätte sich damit Gaunt beschäftigen können, weil ja Norris, der wird ja in späteren Werken, wie ich ja mitgekriegt habe, ja auch nochmal erwähnt. Ja, dazu ist er, glaube ich, aber wirklich zu unwichtig und zu egal. Ja, denke ich auch. Da hätte man ihn doch viel mehr aufbauen können. Mhm. Also wir haben ja wirklich Polly und Alan als Hauptfiguren aufgebaut. Ja, und wie gesagt, Polly ist halt sowohl auf der symbolischen Ebene als auch auf der dramaturgischen Ebene eigentlich die einzig logische Wahl. Aber wir sind ja Stephen King und wir können ja Frauen keine relevante Handlung geben. Das ist halt so. Naja, da möchte ich dir widersprechen. Ich meine, ja, hier im Finale ist es so, aber wir haben ja schon drüber geredet, Polly ist tatsächlich die stärkste Figur, sie ist die erste, die den Bann abschütteln kann und er hat es nicht bis zum Ende durchgezogen, aber er hat trotzdem einen guten Charakter geschrieben. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber das Ende ist trotzdem, wird ihr nicht gerecht. Und das ist für mich, ich glaube tatsächlich, vor allem die Tatsache, dass ihre Schmerzen auf einmal wieder komplett weg sind, schmälert für mich sowohl das Opfer, das sie gebracht hat, als auch den Erfolg, den sie damit hat. Weil jetzt natürlich der Erfolg und der Effekt im Prinzip wieder bei Ellen hängen bleibt. Und auch das ist zum Beispiel sowas, dass innerhalb des Turms passt das auch wieder. Weil das beschissene Weiße kann ja immer nur in den Händen des Weißen Ritters sein. Deswegen ist ja auch Susanna im Turm zum Beispiel vollkommen nutzlos gegen Ende. Ja, wo du gerade sagst, der Weiße Ritter, was hältst du von dem Weiß, das hier auftaucht, wieder als Macht des Guten? Da für mich Gaunt nicht der Teufel, sondern ein Outsider ist und da für mich das Weiße nicht in dem Sinne eben so eine Gottgeschichte ist, sondern eben ja, das Gute an sich, was eben die Gegenkraft zu diesen Outsidern und so weiter ist, macht das für mich Sinn. Für mich ist Gaunt ja kein Outsider, das haben wir ja schon diskutiert. Genau. Trotzdem macht es für mich Sinn. Also für mich ist das Weiße auch so etwas wie die viel diskutierte Hand Gottes in The Stand. Oder eben halt das Weiße, das immer mal wieder auftaucht, auch im Turm und auch in anderen Geschichten, als Macht des Guten. Genau. Und das reicht mir eigentlich schon. Also das ist mir auch egal, ob es jetzt gegen Outsider kämpft oder gegen den Teufel oder ja, gegen was auch immer. Ich sprich's mal so aus, für mich macht das mit der Macht des Weisen oder die Ankunft des Weisen macht für mich mehr Sinn als der Satz, hebe dich fort, Dämon, du bist ausgestoßen von diesem Ort. Der macht für mich dann schon wieder weniger Sinn. Der Satz macht dahingehend Sinn, dass es ein Querverweis ist. Ja, okay. Ja, also in die Augen des Drachen, wenn Peter da Fleck konfrontiert, da sagt er auch, hebe dich hinfort von hier, verlasse Delane jetzt für immer, du wirst ausgestoßen. Also es ist, sagen wir mal so, es ist eine sich wiederholende Zauberformel. Es macht hier zwar nicht so ganz viel Sinn, aber Ich möchte da aber an dieser Stelle kurz schimpfen, wenn ich darf. Immer. Was mich daran stört,
diese ganze Thematik des Ausgestoßenseins und des Verjagtwerdens und so weiter, die ist ja im Kontext, gerade im Kontext Turm und gerade im Kontext Fleck und gerade im Kontext allgemein boshafter Entitäten, egal ob menschlicher oder dämonischer Art, die macht ja Sinn. Da ja eben zum Beispiel die Versager von dem Reifetest nach Westen geschickt werden und auch ausgestoßen werden und so weiter. Das macht Sinn, das betrifft aber alle Entitäten, die in irgendeiner Form negativ sind. Deshalb ist das okay, das als Gegenkraft zum Weisen zu betrachten. Das Einzige, was mich an der Tatsache stört, ist das Berufen auf das Dämonische. Ja, ich sehe, was du meinst. Ich kann nicht mal sagen, ob es mir genauso geht. Ich sage ja, ganz, ganz zufrieden bin ich mit diesem Satz, in diesem Kontext auch nicht. Aber du könntest da einen Punkt haben. Was? Jonas, wie fandst du denn das Ende? Ja, es kam alles ein bisschen plötzlich, fand ich. Ich wollte auch kurz was zu dem Weißen sagen. Ich fand das sehr schön, dass dieses weiße Licht aus dem Strauß Kunstblumen kommt, wie so eine Art umgekehrtes Prisma. So, aus vielen bunten Blumen wird dann ein weißes. Mhm. Das fand ich eine nette, schönes Bild. Das stimmt. Da hast du recht. Und das ist für mich auch die einzige Erklärung, warum es akzeptabel ist, dass es Kunstblumen sind und keine Rosen. Ja, wenn wir jetzt Rosen hätten, dann weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Nein, aber wir haben es ja nicht wirklich erwähnt, aber es wird ja tatsächlich oft benutzt, diese ganzen Sachen, diese Keksdose, diese Kunstblumen und auch die Schattentiere. Das kommt alles ja oft vor in der Geschichte. Wir haben es nur nicht erwähnt, weil es halt zu dem Zeitpunkt nie wirklich handlungsrelevant ist. Deswegen konnte ich das akzeptieren. Es ist nicht so, dass es komplett aus dem Nichts kommen würde. Das ist richtig. Ja, und da fand ich auch, dass dieses umgekehrte Prisma, fand ich auch ein schönes Bild. Habt ihr noch Ergänzungen? Sonst würde ich das Ganze zu einem persönlicheren Abschluss führen. Oh, mach mal. Ja, genau. Denn wir haben ja nicht nur das große Finale, sondern es gibt auch noch einen wunderschönen Epilog. Und hier werden wir wieder vom Erzähler begrüßt. Diesmal im kleinen, beschaulichen Örtchen Junction City, das wir ja auch schon kennengelernt haben, wo ein neues Geschäft eröffnen soll, welches Arnsworth Prayers heißt. Und es ist mit einer herrlichen roten Markise ausgestattet. Und es gibt auch schon kurz vor der Eröffnung die erste Interessentin, nämlich Irma Skillens. Und auch die kann das Schicksal von Polly wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen. Denn sie ist eine von Rheuma gepeinigte Frau, für die die Erlösung von Schmerzen wohl alles bedeuten würde. Sie waren schon einmal hier. Gar nicht. Doch, du, auf jeden Fall. Du warst auf jeden Fall schon da. Ja, ich finde es schön. Es ist so, es ist ein netter Epilog. Es hat ja nichts mit der Geschichte zu tun. Die ist abgeschlossen, aber ja, Gaunt hat halt mal eine Schlacht verloren, aber das heißt ja nicht, dass man so schnell aufgibt. Genau. Finde ich schön. Ja, und vor allem halt auch diese Beständigkeit, die davon einhergeht. Ich meine, es ist überall das Gleiche. Es wird immer jemanden geben, der bestechlich ist, weil es ihm dreckig geht. Es wird immer jemanden geben, der bestechlich ist, einfach weil er was haben will, weil er geil auf Luxus ist. Genauso wie es immer jemanden geben wird, der gegen das Böse kämpft. Und es wird immer jemanden geben, der erfolgreich ist. Und es wird immer jemanden geben, der nicht erfolgreich ist. Alle unsere Schlachten sind nur für uns selbst von Relevanz. Wir haben es geschafft. Yay! Ja, schon. Dickes Buch. Gutes Buch. Ja. Klasse Buch. So, was haben wir denn noch jetzt? Hast du noch ein bisschen Symbolik? Nee, erstmal würde ich tatsächlich so ein bisschen eine kleine Bilanz ziehen, bevor wir mit der Symbolik anfangen. Was hat euch denn an der ganzen Geschichte am meisten beeindruckt? Oder was ist denn am meisten bei euch hängen geblieben? Ich meine, das, was wir jetzt gelesen haben, ist ja auch schon eine ganze Weile her jetzt wieder für uns alle. Was hat euch am meisten berührt oder was hat euch am meisten beschäftigt? Also definitiv am meisten berührt hatte mich der Tod von dem armen Hündchen Raider. Ja, ich schließe mich vollkommen an. Ja, das ist wirklich was, womit man nicht rechnet. Ich meine, wenn so ein Hund wie Cujo sterben muss am Ende, okay, aber der kleine arme Raider, nein. Und vor allem das Schlimme ist, diese Szene verliert auch nicht an Bösartigkeit, obwohl man die schon kennt. Also, wie gesagt,
ich habe das Buch vor zig Jahren gelesen und ich wusste, dass diese Szene kommt und sie hat mich immer noch genauso getroffen wie beim ersten Mal. Ja, absolut. Wobei, ich muss sagen, also ich mochte die Atmosphäre, ich mochte die Stadt. Ich meine, wir waren ja schon öfter jetzt in Castle Rock, aber diesmal hat sich die Stadt wirklich lebendig angefühlt und real. Das ist bei Derry nicht so gewesen. Das ist bei Salem's Lot nicht so gewesen und bei allen anderen. Diesmal hat sich das wirklich angefühlt wie eine echte Stadt. Ja, da bin ich bei dir. Jonas, was war's bei dir? Ich bin am Überlegen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, wo ihr den Hund erwähnt habt. Ich glaube, das hat mich gar nicht so geschockt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man denn einen Hund oder überhaupt jemanden mit einem Korkzieher umbringt. Aber das zeige ich dir demnächst mal. Okay, hast du wieder einen Hirsch da? Nicht mehr. Okay. Nee, also das hat mich tatsächlich gar nicht... Sicher, es war, mir tat der Hund leid, aber es war jetzt nicht so... ja, so extrem wie bei euch scheinbar. Später im Buch hat man ja noch gelesen, dass eine Katze erschossen wurde namens Garfield. Das hat mich dann erstaunlicherweise nicht so betroffen wie der Hund. Ja. Vielleicht lag es daran, weil man auf dem Hund ein bisschen mehr Bezug hatte. Aber trotzdem, also Tiere erschießen oder halt auf irgendwelche anderen Art und Weise umbringen, das betrifft mich wirklich manchmal sehr hart. Ich glaube tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch der Geschwindigkeit im Buch geschuldet, als der Hund getötet wird, ist ja erstmal noch nichts allzu Interessantes passiert. Das wird langsam angeleiert, aber es ist noch nichts sonderlich Schlimmes passiert. Und deswegen ist man da noch nicht abgestumpft. Als Garfield erschossen wird, ist ja schon alles am Explodieren eigentlich. Das heißt, da bist du schon so weit in deinem Nicken zur Kenntnis nehmen, dass dir das nur noch als Randnotiz erscheint. Ja, und es ist halt eine Katze. Hi, Spotto. Nein, aber ich glaube hier tatsächlich, der Effekt ist so diese Normalisierung des Wahnsinns. Und das macht das Buch für mich sehr gut. Ja gut, der Hund war ja auch das erste Mordopfer im ganzen Buch gewesen. Ja, ich glaube, mich hat am meisten gefesselt dieses Planen und dieses Ränkespiel von Gaunt, das hat mir Spaß gemacht, wie er so die ganzen Verknüpfungen herstellt und alles vertratet, da hatte ich meinen Spaß dran. Ja, und auch wie das Ganze geschrieben war, also dass sich King tatsächlich da nicht verzettelt hat. Ich würde mal behaupten, zu den Koks-Hochzeiten wäre das nicht so gut ausgegangen. Ja, das auf jeden Fall. Oder er hatte hier, ich weiß es nicht, endlich mal einen Lektor, der sich getraut hat, ihn auf die Finger zu hauen. Auch möglich, ja. Was ich noch sehr hübsch fand, war tatsächlich die Beziehung zwischen Ace und Buster. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, aber die beiden passen für mich prima zusammen. Weil halt wirklich Ace so ein bisschen schon fast Sympathie für ihn empfindet. Und eigentlich ist ja eh so ein total egozentrisches Arschloch, aber klar, er erschießt ihn dann am Ende, aber da war ja eh nicht mehr zu retten. Also von daher... Es war aber ein Gnadentod eigentlich. Also ja, richtig, richtig. Wie die beiden miteinander umgehen, das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, das war tatsächlich... also die Beziehung war glaubhafter als die zwischen Buster und seiner Frau, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Und harmonischer. Und was ich auch noch ganz hübsch finde, was ich glaube ich finde, ist ein bisschen untergegangen und unterrepräsentiert gewesen. Flo, du hast gerade schon gesagt, mit der Schlussszene, als die Stadt mit ihren vergrabenen Leichen im Keller sich gegen das externe Böse stellt. Und im Kontrast dazu haben wir hier diese Tatsache, dass die Dinge anfangen auseinanderzufallen, sobald die Staatspolizei in den Kriminalfall eingreift. Dass die eben so überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen und wo sie hinrennen sollen und wen sie fragen sollen und so weiter. Ich glaube, das ist auch nochmal, dass das alles, was von außen kommt, keine Chance in dieser Stadt hat. Ja, das sind Fremdkörper. Das, jetzt, wo du es sagst, wird das eigentlich noch klarer, ja? Ja, sehe ich auch so.
Ja, aber Gaunt ist ein Fremdkörper und Alan ja auch irgendwie. Aber im Prinzip verlieren sie beide. Gaunt verliert auf jeden Fall und Alan verliert ja nur deshalb nicht, weil Polly ihn ja im richtigen Moment in die richtige Richtung nimmt. Ja, okay, stimmt. Aber Gaunt kann im Gegensatz zu der Staatspolizei auch einiges anrichten. Das ist richtig, ja. Aber auch nur deshalb, weil er, ich sag mal so, weil er sich ja die innerhalb der Stadt vorhandenen Mechanismen zunutze macht. Würde er sich da jetzt irgendwelcher Fremdeinflüsse tatsächlich bedienen, dann würde er wahrscheinlich auch nicht so viel Erfolg haben. Stimmt, da hast recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wie seht ihr das? Gaunt sagt ja, er kann Alan nicht wirklich lesen. Hat das damit zu tun, dass Alan zwar schon lange in der Stadt ist und ein Teil der Stadt ist, aber tatsächlich auch von auswärts kommt? Glaube ich persönlich nicht. Ich glaube einfach, er würde ihn lesen können, dazu müsste er ihn aber näher ranlassen. Und das kann er nicht, weil Pangborn ja schon über diese Gegenwelt informiert ist durch Strike. Das heißt, das Risiko wäre zu groß, um ihn so da reinzukommen zu lassen, dass er direkt in ihm lesen könnte. Und bei den anderen, die haben ja mit dieser übernatürlichen Seite so überhaupt nichts zu tun gehabt bis jetzt. Deswegen kann er da relativ risikolos drin rumbasteln. Im Buch wurde ja auch erwähnt, dass er Probleme hätte bei Sheila Bryan, weil sie auch schwer zu lesen ist oder zu manipulieren ist. Also ich denke einfach, es gibt in jeder Stadt ein paar Leute, bei denen der Aufwand zu groß wäre, um sich zu lohnen. Und deswegen sind die eben harte Brocken, bei denen sich die Mühe nicht lohnt, wenn du dafür sorgen kannst, dass die ganze andere Stadt sich auseinandernimmt und dabei vielleicht zufällig 2-3 Kollateralschäden mitnimmt. Bei manchen braucht er sich ja gar nicht großartig bemühen. Genau. Die Beaufort oder die Wilma Jurassic. So hat er nicht richtig Kontakt zu denen gehabt, sondern einfach nur reich denen gegenüber gespielt. Genau. Einfach die Natur der Dinge laufen lassen und dann der Rest fügt sich von alleine. Genau. Und King behauptet ja, das hier ist der Abschluss der Castle Rock Trilogie. Wir haben ja schon drüber geredet, dass die Trilogie ja nur sehr, sehr lose überhaupt zusammenhängt. Eigentlich auch nicht viel mehr als die anderen Castle Rock Geschichten mit dieser hier. Aber wie findet ihr denn das so als Höhepunkt für diese Stadt? Er wollte ja eigentlich danach hier nicht mehr zurückkommen, was er trotzdem noch regelmäßig macht. Aber wie seht ihr das so als Finale so einer längeren Stadtgeschichte an? Ja, es ist halt die obligatorische King-Konsequenz, die wir ja kennen. Ich muss sagen, als Höhepunkt, ja, lass ich's durchgehen. Vor allem aufgrund dieses Punktes, den du schon gebracht hast, mit die Stadt und all ihre Leichen, die darin sind, sind trotzdem noch eine Einheit und können sich deswegen gegen das Außenstehende wehren. Unter dem Aspekt finde ich es einen guten Abschluss. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mit der ganzen Castle Rock Geschichte allgemein nie so eine Bindung gehabt wie du. Aber es hat mir schon Spaß gemacht und es ist auf jeden Fall ein würdiger Abschluss. Ja, ich finde es auch als Abschluss okay. Aber ich finde diese ganze Bezeichnung als Trilogie nicht gut. Weil wir jetzt schon nicht erst zum dritten Mal in der Stadt sind. Und auch, weil Zeitraffer für mich da nicht wirklich reinpasst als Kurzgeschichte. Ja, das sehe ich genauso. Und wenn wir jetzt nochmal da hinkommen oder auch öfters mal, dann ist es auch als Abschluss nicht mehr so richtig. Als vorläufigen Höhepunkt vielleicht, aber ja, das. Also dieses ganze Trilogie-Gedöns, naja. Wisst ihr, was mich richtig ärgert? Flo. Ja, das auch. Warum müssen wir uns in dieser Geschichte unbedingt mit Ace zufrieden geben? Ich mag Ace nicht, ich mochte Ace nie, er ist einfach nur eine erbärmliche Gestalt. Aber stellt euch diese Geschichte, so wie sie uns da vorliegt, mal vor, wenn stattdessen Pop überlebt hätte. Und da zwei Alpha-Raubtiere mit entsprechender Intelligenz
und entsprechender Manipulationskraft Pop und Gaunt in dieser Stadt aufeinandertreffen als die beiden Geschäftsmänner. Ah, ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Ja, das... Ich glaube, die hätten sich zu sehr als Konkurrenz gesehen. Ja, eben. Ich glaube auch, das wäre eine ganz andere Erzählung geworden. Ach so, nicht als miteinander, sondern als... Als Konkurrenten in irgendeiner Form. Dass eben nicht das Gute gewinnt, weil das Gute gewinnt unbedingt, wie es jetzt bei Ellen ist, sondern einfach nur wirklich so eine wer ist besser im Manipulieren? Das hätte mir zumindest auch eine bessere Massenszene erklärt, als jetzt zum Beispiel diese dämliche Kirchengeschichte. Wenn eben zum Beispiel Pop seine Truppen gesammelt hätte und die Leute manipuliert hätte, Gaunt hätte die andere Hälfte der Stadt manipuliert und am Ende gucken wir mal, was rauskommt. Ja, das stimmt, aber ich glaube, da hat Flo recht, das wäre eine komplett andere Geschichte geworden. Ja, aber eine tolle. Er kann sie ja noch schreiben. Kann er ja nicht, er ist ja tot. Ja, aber eine Vorgeschichte. Er war ja nicht immer tot. Dela, es gibt noch andere Welten als diese. Das stimmt. Ich möchte das Buch bitte haben. Kannst du ja antwittern. Gut. Habt ihr sonst erstmal dazu grob was ihr noch sagen wollt? Ansonsten würde ich jetzt wirklich mal in die Symbolik gehen. Dann geh. Ja. Es gibt andere Welten als diese. Das ist für mich eine Suchtgeschichte. In jedem Aspekt dieser Geschichte ist das für mich eine Suchtgeschichte. Weil wir einerseits diesen Punkt haben, diese Waren, die Gaunt verkauft. Er zwingt ja niemanden dazu, sie zu kaufen, sondern er bedient einfach nur einen vorhandenen Markt. Das ist ja nun so eine Argumentation, die man öfters mal hört. Wir haben hier einerseits die Sucht nach Luxus, natürlich. Wir haben aber andererseits auch die Sucht nach tatsächlich lebenserleichternden, tatsächlich existenzbedrohenden bis an die Substanz gehenden Dingen. Eben so Sachen wie Schmerz oder das Nachlassen von Schmerz oder das, zum Beispiel auch eben psychische Erlösung, wie es dann eben eigentlich bei Pangborn das Ding sein könnte, wenn er eben seine Depression überwinden könnte, indem er eben den Tod seiner Frau tatsächlich aktiv verarbeiten könnte und diese Dinge. Aber gerade dieses ganze Schmerzelement, dass der Schmerz selber auch wieder eine Art Sucht ist, wie es bei Polly ist, dass man eben dadurch anfängt, Dinge zu verheimlichen, dass man dadurch anfängt, selbst vor sich selber Dinge entweder zu rechtfertigen oder dass man dadurch anfängt, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen, dass man dadurch manipulierbar wird, dass man dadurch aber auch ein für sich selber ein gewisses Alleinstellungsmerkmal findet und das auch nicht mit anderen teilen kann, in der einen wie der anderen Hinsicht. Ist für mich eine ganz extreme Suchtgeschichte und vor allem eben dieser Kampf auch gegen die Sucht, eben trotz des Preises, den du dafür bezahlst, eben trotz der Tatsache, dass du im Entzug zum Beispiel wieder Schmerzen hast oder dass es dir psychisch beschissen geht oder und so weiter und so fort. Und auch, dass dadurch, dass du die Sucht überwunden hast, noch lange nicht gesagt ist, dass du dein Leben wieder in den Griff kriegst, wie es vielleicht vorher mal war. Wie es zum Beispiel ja bei der Gedankenwelt von You ganz deutlich wird. Oder eben auch zum Beispiel das Ende jetzt, dass natürlich die Stadt hat ihre Sucht, hat Gaunt überwunden in dem Moment, aber dadurch ist die Sucht nicht weg, sie ist nur woanders. Und sie kann im Zweifelsfall jederzeit zurückkommen. Oder eben schlicht und ergreifend den Schaden woanders einrichten. Also für mich ist das eine absolute Suchtgeschichte. Und gerade unter diesem Aspekt macht mir das Buch in dieser Ebene noch viel mehr Spaß, als es eh schon getan hat. Das klingt logisch. Ja, da bin ich auch mit dabei. Ich würde noch hinzufügen, nicht nur Suchtgeschichte, sondern auch, dass viele Dinge auch ausgenutzt wurden, wie zum Beispiel Habgier oder Neid oder halt, dass man irgendeinem was Schlechtes möchte, wie zum Beispiel die Sache mit dem
wie ist er nochmal, der da im Rathaus gearbeitet hat und der Sonny Jacket, da wo halt das Auto kaputt war und er gedacht hatte, ja hier, der hat das manipuliert. Dass er halt da Frust geschoben hat und dass das dadurch dann ausgenutzt wurde. Ansonsten voll und ganz auch Suchtgeschichte. Das passt wirklich einwandfrei. Fast bei vielen Charakteren passt das prima. Ja. Und auch gerade was du sagst, diese Tatsache, dass du die natürlichen Mechanismen jedes Menschen schon gegeneinander ausspielst, eben Neid, Habsucht und so weiter und so fort. Übrigens, in Habsucht steckt es ja auch schon drin. Ist, glaube ich, für mich auch nochmal so ein Ding. Es gibt ja das Konzept großer und kleiner Dschihad. Der große Dschihad ist quasi das gegen andere und so weiter und so fort. Aber der eigentlich viel wichtigere ist eben der Kampf gegen sich selber. Und das haben wir hier in der Geschichte, finde ich, eben auch viel mehr drin, weil eben ja jederzeit einige Charaktere noch die Wahl hätten, auf die andere Seite zu kippen. Natürlich hätte Polly einfach sich beschließen können, dass sie selber jetzt sich selbst am nächsten ist und die Schmerzruhe wichtiger ist als alles andere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob ich die Entscheidung so getroffen hätte wie sie. Selbst wenn ich nur manipuliert vorkomme, wenn ich schon der Manipulation was habe, wäre mir das, glaube ich, im Zweifelsfall auch halbwegs egal. Aber zum Beispiel Noah, der ja auch recht schnell irgendwann selbst zu der Erkenntnis kommt, dass er hier in einem Irrtum aufgesessen ist, auch er überwindet seinen eigenen Selbstbetrug und übernimmt seine eigene Verantwortung. Auch Ellen kommt mit Hilfe über seinen eigenen Selbstbetrug hinweg und übernimmt Verantwortung und so weiter und so fort. Selbst bei Yu steht ja eine ganz kurze Zeit die ganze Sache auf der Kippe. Und diesen Konflikt zwischen, wie gesagt, einerseits, um das Böse zu verhindern, müssen wir die Gesellschaft in den Griff kriegen, aber vor allem müssen wir uns selber in den Griff kriegen, den fand ich hier auf der symbolischen Ebene auch noch ganz hübsch. Ansonsten haben wir hier natürlich wieder die obligatorischen, wirklich bildlichen Sachen, wie gesagt, Crooked Mind in a Crooked Body, weshalb mich, wie gesagt, das Ende so ärgert, aber das habe ich ja gerade schon gesagt, das hätte man tatsächlich zu so einem Ding ausarbeiten können, der Schmerz als die Quelle des Bösen, der Schmerz als die Quelle des Guten und vor allem der Schmerz als die Quelle der Kraft, hätte ich mir gewünscht, dass das deutlicher kommt irgendwie. Aber natürlich eben auch wirklich die reine Dämonensymbolik, wie dann Gaunt eben die Fingernägel so krallenartig hat, wie er die Ratte da frisst und so weiter und so fort, wie ihm der Rauch aus den Ohren steigt, wie er Seelen sammelt. Das war mir zu plakativ, aber es ist natürlich auf einer symbolischen Ebene ganz klassische Dämonensymbolik, die wir überall mal lesen. Gibt es Ergänzungen? Ich habe vielleicht etwas. Mhm. Und zwar kommt ja Elvis vor als The King. Mhm. Könnte es sein, dass er sich selbst da ein wenig verherrlichen wollte? Weiß ich nicht. Ich glaube. Oder war es einfach, weil es ja halt Elvis ist? Ich glaube, das ist wirklich mehr der. Also einerseits passt natürlich auch Elvis wieder in die Suchtthematik. Aber andererseits, glaube ich, das passt Stephen King aber auch. Eben. Aber ich glaube tatsächlich, das geht wirklich nur darum, genauso wie das Ding mit der Kirche, das ist halt in den USA das Popkultur-Ding, das, glaube ich, jeder Leser aus jeder Altersschicht zu jeder Zeit immer verstehen würde. Ja, das habe ich vermutet, aber ich fand es zu lustig, um es nicht zu erwähnen. Du kriegst auf jeden Fall ein Bienchen für den Versuch. Juhu. Der Gedanke war nicht schlecht. Was ich ja noch ganz hübsch fand, war die Namenswahl der beiden Ladenlokale. Einmal Needful Things, also Dinge, die man brauchen kann, aber andererseits Answered Prayers. Und das eine ist für mich so, Needful Things hat ja schon wieder so einen Ansatz von Selbsthilfe, sag ich mal. Also so sinngemäß, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, ich gebe dir nur das Werkzeug dafür. Und im Gegensatz dazu Answered Prayers spricht für mich dafür, wenn er das den Laden schon so nennt, dass in der Stadt definitiv keiner genug Mumm haben wird, um sich dagegen erfolgreich zu wehren. Weil das wieder so eine Passivität ausdrückt für mich,
Ja, die dafür spricht, dass da wahrscheinlich nicht so viel Gegenwehr kommen wird. Ja, das könnte sein. Wir wissen es nicht, weil wir haben Junction City nur einmal kurz gesehen und wir werden das nie erfahren. Aber überlegt dir mal, was für Charaktere wir in Junction City kennengelernt haben. Das waren Säufer, das waren Leute, die sich kommentarlos in ihr Schicksal fügen. Das waren Leute, die mit dem Bösen konfrontiert sind. Der Einzige, der sich dagegen gewehrt hat, gegen das Böse, war wieder einer aus einer anderen Stadt. Die Dame, die von dem lustigen Parasiten infiziert wird, hat sich auch nicht gewehrt. Die wollte sich eigentlich wegräumen. Und vor allem, wie Castle Rock auch, ist auch Junction City eine Stadt, die halt von dem Bösen schon heimgesucht wurde. Und damit vielleicht eine leichte Beute. Richtig. Dann würde ich sagen, ist das vielleicht ein ganz guter Ansatz, um gleich in die Querverbindungen zu gehen. Flo, möchtest du weitermachen? Naja, ich glaube, wir haben die Werke des Castle Rock Zyklus ja mittlerweile schon oft genug aufgezählt. Deswegen machen wir am besten nur die, die zu anderen Geschichten führen. Wie schon erwähnt, gibt es Querverweise zu den Augen des Drachen. Und zwar in Form des Satzes "Hebe dich hinfort von hier" mit dem Dämonen. Und mit den Ebenen von Längen. Das haben wir ja vorhin alles schon ausführlich besprochen. Genau, genau. Für mich ist es eben auch wieder so eine Sache, eben wie die Outsider, die wir ja auch zum Beispiel in S schon kennengelernt haben. Auch hier würde ich die Spinne so ein bisschen als Anleihe daran sehen. Und wie gesagt, die ganzen Lovecraft-Dinger mit Yog Sothoth und so weiter. Aber auch zum Talisman und selbstverständlich auch zum Turm. Weil, wie gesagt, die ganze Sache mit dem Weißen und den Blumen und den Naivität und Unschuld besiegt das Böse, aber eben auch die Wetterphänomene. Ja, das ist halt irgendwo alles so ein bisschen Turmsache für mich. Ja, wobei es auch hier wieder so ist, im Original ist der Satz einfach "The Coming of the White". Und der wird halt im Deutschen verschieden übersetzt in diesem Buch als "Die Ankunft des Weißen". In 3 zum Beispiel wird einfach gesagt, das Weiße kommt. Und so geht dieser Zusammenhang im Deutschen so ein bisschen verloren. Ein anderer Zusammenhang, der im Deutschen komplett verloren ist, weil er einfach so nicht übersetzt wurde. Wenn Ace Merrill das Auto von Leland Gort abholt, dann denkt ihr, das Auto riecht so gut wie nichts anderes, außer vielleicht einer Muschi. Und das sind genau die Worte, die Roland D. LeBay in Christine gedacht hat. Genau. Ja, und ansonsten haben wir ja, wie gesagt, alle Sachen, die mit Shawshank auch zusammenhängen. Wie gesagt, Leiche, Shawshank, Redemption und so weiter und so fort. Musterschüler dann über diesen Umweg. Also ein paar Verknüpfungen hat schon dies Lose noch weiter verfolgt. Ja, und das auch eben erwähnte Junction City, haben wir gesagt, kennen wir aus der Bibliothekspolizist. Und es gibt, ja, ob das wirklich eine Verknüpfung ist, vermute ich es eher Zufall. Es gibt in Carrie die Figur des John Bryham. Das ist nämlich der Vater von Margaret White. Und hier in einer kleinen Stadt ist es der Pfarrer von Castle Rock. Da in Carrie aber erwähnt wird, dass der 1959 gestorben ist, ist das wahrscheinlich wirklich einfach nur Zufall. Genau, aber natürlich haben wir hier wie üblich die klassische religiöse Verblendung und ja, ne? Also ein bisschen mit Carrie kann man das schon zusammentun, wenn man möchte. Ja, da ist mir noch aufgefallen, Prime oder Brigham, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, gibt es auch noch im religiösen Zusammenhang als Vornamen. Und zwar Brigham Young, der Gründer der Mormonen. Ah, okay. Hm. Oh, vielleicht hat er sich da wirklich bedient, ja. Kann ich mir gut vorstellen, es würde reinpassen. Dann würde ich sagen, reden wir doch mal über die Verwertungen. Und Flo, gibt's erstmal Hörbücher oder sowas? Ja, es gibt das deutsche Hörbuch gelesen von David Nathan und es gibt ein ungekürztes US-Hörbuch gelesen von Stephen King selbst. Mhm. Wie gut das jetzt ist, das muss man selbst entscheiden. Und es gibt eine Verfilmung dieses Romans von 1993 in einer kleinen Stadt, Needful Things. Mit Ed Harris als Alan Pangborn und Max von Sydow als Leland Gaunt. Ich persönlich mag den Film nicht so besonders. Er hat auch gemischte Kritiken bekommen.
Die AZ hat geschrieben, die Enttäuschung über diese King-Adaption resultiert aus der Einfallslosigkeit, mit der das Drehbuch Effekt an Effekt, Schicksal an Schicksal reiht, die Figur nicht satirisch karikiert, sondern einfach nur überzeichnet, den Plot nicht mit Komik konterkariert, sondern direkt in die Albernheit entlässt. Es gibt aber auch Kritiken wie im Playboy, der hat geschrieben, wahnsinnig amüsant. Ja, muss jeder selbst entscheiden. Und, ja? Ich weiß nur, Andi, du hattest den Film gesehen und du hattest dazu auch eine Meinung. Ja, ich habe den Film auch gesehen und ja, ich war ein bisschen enttäuscht gewesen, weil eine der wichtigeren Hauptfiguren, Ace Merrill, ist zum Beispiel da gar nicht vorgekommen. Ja, weil ich weiß nicht warum, aber das war für mich eigentlich auch mit eine wichtige Rolle mit gewesen. Fehlt irgendwie ein Stück. Und ja, einige Sachen wurden natürlich dann geändert, wie zum Beispiel Brian Rusk, der hat versucht, sich umzubringen, hat aber überlebt, weil Alan Pangborn konnte rechtzeitig noch eingreifen. Lustigerweise hatte die Waffe, die Brian da nutzen wollte, das war die Waffe gewesen von, wie heißt er nochmal, von Buster Keaton. Die hatte nämlich zuvor Leland Gorn von Buster Keaton abgenommen, weil er versucht hatte, sich dort im Laden irgendwie umzubringen, weil der, weiß gar nicht, ob das da schon war mit dem Mord von seiner Frau. Ja, auf jeden Fall, ihm wurde da die Waffe abgenommen und die ist dann in Brian Rust seinen Händen gelandet und damit wollte er sich eigentlich umbringen und das konnte zum Glück verhindert werden. Was mir auffällt und ich weiß bis heute nicht, woran es liegt, weil ich habe Flo gefragt und Flo sagt, das war nicht so. Ich habe zum Beispiel das Ende mit Ellen ganz anders in Erinnerung. Da gab es für mich kein Videoband oder irgendwelchen Blödsinn, sondern da ging es irgendwie darum, dass er das verkohlte Gurtschloss als Gegenstand zum Kauf angeboten bekommen hat. Aber anscheinend war das wohl auch nicht im Film so. Nee, im Film ganz und gar nicht. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass da überhaupt Alan dazu kam, irgendwas sich anzuschauen. Da war nämlich auch die Sache mit dem Kind von Polly, hat er auch da nicht rumgeschnüffelt. Polly hatte angeblich rausgefunden, dass Alan mit Buster Keaton Geld veruntreut hatten. Und daraufhin war sie sein sauer auf ihm gewesen, aber so direkt von Alan, da ging eigentlich gar nichts aus, auch von seiner Frau und von seinem Sohn, da hat man auch nicht im Film irgendwie was mitgekriegt, großartig, dass er da noch naja, was ist denn? Ja, dran hängt und depressiv drauf ist deshalb. Und da frage ich mich halt wirklich, wo ich diese falsche Erinnerung her habe. Weil diese Szene mit diesem verkohlten Gurtschluss, die ist mir komplett so bildlich in Erinnerung, die muss ich irgendwo her haben. Und ich komme nicht drauf vor. Aus einer der anderen Turmwelten wahrscheinlich. Ja. Ja, neben dem Film gibt es seit 2018 übrigens auch eine Serie mit dem Namen Castle Rock. Also sie hat jetzt mit dem Film eigentlich nichts zu tun, auch mit den anderen Büchern nicht. Sie spielt halt wirklich in Castle Rock. Und ich erwähne sie, weil hier unter anderem auch Alan Pangborn eine Rolle spielt. Ein recht alter Alan Pangborn mittlerweile, gespielt von Scott Glenn. Und wir werden irgendwann mal auch ein Special über diese Serie machen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Aktuell wird, glaube ich, die zweite Staffel, ich weiß nicht, ob sie läuft oder ob sie schon gelaufen ist. Was ganz lustig ist, ist, dass verschiedene Veteranen von King-Verfilmungen da mitspielen. Josen Jacobs spielt mit, der hat Mike Hanlon in dem Remake von S gespielt. Auch aus S, Bill Skarsgård, also das Monster selbst. Und Sissy Spacek, also die Original Carrie, spielt eine wichtige Rolle. Aber generell dazu, muss ich sagen, ist die Serie nicht so doll. Also man kann sich's angucken, es gibt schlimmer aus von King, aber so berühmt ist es nicht. Ja, ich mochte den Anfang, aber es ist mit im Laufe der ersten Staffel leider immer schwächer geworden. Wir werden irgendwann mal
eine Folge drüber machen, aber vielleicht wirklich auch, wenn die zweite Staffel draußen ist und dann besprechen wir das auf einmal oder so. Genau. Denn tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das Finale, die finalen Momente der ersten Staffel gesehen hast. Da gibt es hier einen kleinen Ausblick, der scheint mir ganz lustig zu sein. Es hat Potenzial, sagen wir es mal so. Ich bezweifle allerdings, dass das ausgeschöpft wird, aber man darf ja die Hoffnung nicht ausgeben. Ja, es ist halt wie immer bei den King-Verfilmungen. Genau. Und wo wir gerade dabei sind, möchte ich noch Castle Rock Entertainment erwähnen. Nach dem Film Stand By Me, die Leiche, hat Rob Reiner, der Regisseur, zusammen mit anderen eine Produktionsgesellschaft gegründet, nämlich Castle Rock Entertainment, benannt nach dieser fiktiven Stadt. Castle Rock gehört mittlerweile zu Time Warner. Und sie haben einige King-Verfilmungen gemacht, wie Misery, wie eben auch hier Needful Things, die Verurteilten, Dolores, The Green Mile, Hearts in Atlantis, Dreamcatcher, ja, und auch ein paar andere Filme wie... Also all die guten Filme. Also The Green Mile, Hearts in Atlantis, die Verurteilten, das sind alles nicht schlechte Filme. Und Misery hat einen Oscar gewonnen, auch wenn er uns nicht so gefallen hat. Man kann nicht so, ja... War nicht Sturm des Jahrhunderts auch eine Kassel-Produktion? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, mich zu erinnern, aber es kann falsch sein. Es kann auch sein, ich habe hier nur die Filme, das war ja eine Fernsehproduktion auch. Ah ja, okay. Ja. Also sie haben auch andere Filme gemacht, wie den 1990er Herrn der Fliegen oder Harry und Sally. Das ist witzig, das wusste ich nicht. Ja, ansonsten jetzt nicht so Miss Undercover oder so Zeug, also jetzt Zeug, das man nicht unbedingt gesehen haben muss. Hat da King direkt wirklich die Pfoten dran gehabt? Nein, King nicht. Okay. Das ist nur Rob Reiner, der mit King halt schon öfter zusammengearbeitet hat. Gut, habt ihr denn für dieses wundervolle Buch Zitate, liebe Freunde? Und lieber Gast, ich würde dich zuerst fragen. Jawohl, ich habe eins. Ich habe noch ein zweites gehabt, aber ich fand das leider nicht mehr und ich krieg das leider nicht mehr so richtig zusammen. Mhm. Naja, das eine, was ich habe, ist, die Stimme des Teufels hört sich lieblich an. Dankeschön. Lieber Jonas, hast du auch eins? Ich glaube, mich hat das Buch zu sehr gefesselt, als dass ich anhalten wollte, um Zitate aufzuschreiben. Faule Ausreden, du hast nie Zitate, selbst bei den Büchern, die du scheiße findest. Manchmal habe ich welche. Okay, Flo, hast du welche? Ich glaube, das Buch hat mich so... Nein, ich habe zwei. Sie musste feststellen, dass sie überrascht worden war von der Liebe, dem simpelsten, stärksten und unverzeihlichsten aller Gefühle. Und dann habe ich noch, Erwachsene dachten anders als normale Leute. Ja, die sind beide schön. Ich habe wie immer mehrere. Er hat ihren Wagen genommen, richtig? Nein, keuchte Lenny und presste die Hand auf die gebrochenen Rippen. Er hat mich herausgeworfen und ist dann auf einem fliegenden Teppich davon gesegelt. Natürlich hat er meinen Wagen genommen. Was glauben Sie denn, weshalb ich hier liege? Um mich zu sonnen? Dann habe ich noch, selbstsüchtige Leute sind glückliche Leute. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ein wunderschönes Zitat, als Pop sich mit Ace unterhält. Leichtsinnige Leute landen in Shawshank. Das heißt, wenn sie Glück haben. Wenn sie Pech haben, endet es damit, dass sie ein Stück Sumpf düngen, das ungefähr 1,80 lang und einen Meter tief ist. Ansonsten, eine weitere unumstößliche Lebensregel, wenn man wirklich das Bedürfnis hat, sich zu betrinken, kann man es sich nicht erlauben. Und als allerletztes, du warst ein gutes Kind und ein vielversprechendes Kind, aber ein glückliches Kind bist du nie gewesen. Nun, Glück ist etwas für Narren. Es ist alles, worauf sie hoffen können, die armen Teufel. Gut, gibt es noch Ergänzungen? Von meiner Seite nicht. Nein, von mir auch nicht. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und damit wir hier ein bisschen Fairness haben, würde ich sagen, Jonas, du fängst an, denn du hast das Buch auch zum ersten Mal gelesen. Ja, es gab zwar hier und da Dinge, die mich ein bisschen gestört haben. Das Ende kam mir tatsächlich zu plötzlich. Ich meine, es ist kein kurzes Buch. Und trotzdem war ich traurig, als dann am Ende doch so schnell zu Ende ging und ich hätte gerne noch mehr gehabt. Und das spricht eigentlich sehr für das Buch. Ich gebe volle 90 Punkte. Okay, sehr gut. Flo, du kennst das Buch schon und es war dein Erstling, deshalb
Es war mein Erstling und ich liebe das Buch nach wie vor. Wie Jonas gesagt hat, man wäre gern länger da geblieben. Es gibt ein paar Schwachpunkte, aber das Gute überragt für mich hier. Ich gebe auch volle 19 Punkte. Okay. Dann, lieber Gast, wie sieht's bei dir aus? Wir bewerten, wie gesagt, von 0 bis 19. Ja, also das Buch hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Bei dem Ende muss ich ehrlich sagen, beim ersten Mal hören fühlte sich so ein bisschen hingeklatscht an, aber ansonsten wirklich volle Punktzahl. Das hat mir sehr gut gefallen von den wenigen Büchern, die ich bis jetzt gehört hatte oder gelesen habe von Stephen King, hat mich das wirklich am meisten gefesselt und ich fand es richtig klasse. 19 Punkte. Sehr gut. Dann wartet ihr mal ganz kurz eine Sekunde. Ich muss nämlich was nachschauen. Ich möchte nämlich gerade gucken, wie viele Punkte ich damals das Stand gegeben habe. Genau. Ja, das passt. Ich habe gerade nachgeguckt, wie viele Punkte ich damals das Stand gegeben habe. Ich habe das Stand damals 18 Punkte gegeben. Weil das Stand war mein Erstling und ich liebe es aus vollstem Herzen. Dieses Buch war das zweite, was ich von King gelesen habe und ich liebe es ebenfalls aus vollstem Herzen. Das einzige Problem damit, was ich habe, ist tatsächlich das Ende. Ich liebe die ganze Thematik um Polly. Ich liebe die ganze Sucht und Schmerz und Stärke Sache, die in dem Buch im Subtext mitschwingt. Aber was mich fürchterlich stört, ist tatsächlich das Ende. Und das Ende macht mich wirklich wütend. Auf einer gewissen Weise, weil ich mich um einen Sieg betrogen fühle, der jemandem anderen zugeschrieben wird, der ihn nicht verdient hat. Deswegen kann ich das Buch nicht ganz so sehr lieben wie das Stand. Deswegen kann ich hier nur 17 von 19 Punkten geben, aber es ist trotzdem eines meiner absoluten Lieblingsbücher von King. Es reicht auf jeden Fall dafür, es zum bestbewertetsten Buch zu machen bisher. Richtig. Und 18,5 von 19 Punkten im Schnitt ist ziemlich gut. Das ist verdammt gut auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass wir das nochmal knacken werden, aber das werden wir ja noch feststellen. Gut, liebe Freunde, gibt es Ergänzungen noch in irgendeiner Form? Also, liebe Hörerinnen, wenn ihr wirklich so lange durchgehalten habt, Respekt. Ihr scheint uns wirklich zu mögen, auch wenn wir es nicht verstehen. Oder es ist wieder so eine Suchtthematik, aber davon hatten wir ja schon genug in dieser Episode. Ja, es ist alles ganz schlimm. Vielleicht seid ihr auch einfach nur eingeschlafen, dann wünsche ich euch eine geruhsame Nacht. Liebe Zuhörerschaft, es war mir eine Ehre, dass ihr dabei wart. Es war mir ebenfalls eine Ehre, mit euch zu podcasten, lieber Jonas. Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Trotzdem bin ich jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Es war mir außerdem ein Vergnügen, mit dir zu podcasten, lieber Andi. Es war sehr schön mit dir. Ja, das war mir auch eine Ehre, einmal teilzunehmen bei diesem schönen Podcast. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht, über das Buch zu sprechen und auch mit euch so ein bisschen zu diskutieren und sich prima zu unterhalten. Und lieber Flo, ich danke auch dir, dass du dabei warst. Es war wie immer schön und diesmal sogar mit recht wenig Konfliktpotenzial. Ja, aber das bleibt nicht lange so. Keine Sorge. Nein, es war wieder sehr schön, Dela. Wie jedes Mal eine großartige Folge. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit einem weiteren Buch von Stephen King. Ich glaube, wir müssten mit Tod dran sein. Ist das richtig? Das ist korrekt. Wir kehren dann zurück zum Dunklen Turm. Kehren wir zurück, da wo wir hingehören. Wie gesagt, wenn ihr in späteren Folgen gerne mit uns podcasten möchtet, dann könnt ihr das gern tun. Ihr findet unsere Leseliste auf unserer Webseite. Ihr werdet sie natürlich auch verlinkt in dieser Folge wiederfinden. Guckt einfach, was durchgestrichen ist und was noch offen ist. Alle Dinge, die noch offen sind, da haben wir noch keinen Gast. Wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr, aber ab nächsten Jahr haben wir wieder Folgen frei. Und ihr seid uns sehr, sehr gerne willkommen. Wenn ihr das entsprechende Buch nicht zur Hand habt, dann sagt uns einfach Bescheid. Wir würden uns darum kümmern, dass ihr das dann bekommt. Und technisch braucht ihr nichts weiter. Ihr braucht eigentlich nur Teamspeak oder Skype und irgendeine Art von Mikrofon, um reinzureden. Also wir bevorzugen Teamspeak, weil es mit Skype tatsächlich einige Probleme gibt. Aber wir helfen euch auch gerne, falls ihr da technische Probleme habt. Wir haben selbst oft genug welche. Mittlerweile kennen wir ein paar Tricks. Genau.
Aber wie gesagt, generell glaube ich, haben wir eine recht geringe Hemmschwelle. Kannst du sicherlich bestätigen, Andi, oder hattest du mit irgendwas größere Probleme? Nö, gar nicht. Also das hatte alles prima funktioniert. Teamspeak aufs Handy gezogen, schön den Finger auf der Taste halten und nicht dazwischen quasseln, wenn andere reden. Ja, ansonsten läuft das ganz prima. Wenig Aufwand und man hat ein tolles Ergebnis. Und einfach keine Angst haben. Wie gesagt, wir beißen niemanden. Wir haben selber auch keine Ahnung von dem, was wir hier erzählen. Von daher braucht ihr da wirklich keine Angst haben, dass ihr da irgendwie euch lächerlich macht oder was auch immer. Und ich möchte immer wieder gerne betonen, wir haben in diesem Podcast eine sehr, sehr, sehr angenehm hohe Quote an Mikrofonneulingen. Also wenn ihr noch nie gepodcastet habt, habt keine Angst. Wir tun euch nichts. Gut. Lampenfieber ist trotzdem. Ja gut, das gehört dazu. Aber das hat man einmal und dann hat man das überwunden. Und dann kann man ja auch mal wieder zu Gast sein. Du zum Beispiel auch. Jawohl. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Buch war das? War das bei der Anschlag oder? Ich weiß gar nicht. Ich muss gucken, ich weiß jetzt die Liste auch nicht aus dem Kopf. Aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir dich nochmal begrüßen dürften. Ja, das würde mich auch sehr freuen und das wäre mir eine Ehre. Okay. Dann würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Passt auf euch auf und lasst euch nicht vom Teufel holen. Bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.